So, und dann kommen die ersten Traktoren hier. Wir kommen auf Down. Ja, heute wird hier demonstriert. Gleich kommen die nächsten. Wir nehmen uns hier mit ein Stückchen. Also, heute einen wunderschönen guten Morgen. Da kommen jetzt mehrere Konvois aus verschiedenen Richtungen. Die Zeit ist auch schon da. Hier vor Ort, bald ein. Und der Maximilian Gerst ist auch mit dabei. Wir gucken jetzt mal, wenn wir noch einen Minikrieg reinschneiden. Moin Maximilian. Alles gut? Ob er jetzt besser wird. Also könnt ihr den Ton jetzt besser hören? Gerne mal von euch ein Feedback hier mit rein. Also gucken wir mal, da kommt auch schon das nächste Polizeiauto. Also gerne mal von euch ein Tonfeedback hier. Ja, yep. Heißt, das Ton ist gut. Da kommt auch der nächste Traktor schon. Oder Schlepper, wie immer ihr sie auch nennen möchtet. Super, jetzt ist gut. Sehr gut. Also. Da kommen sie angefahren hier in der Eifel. So, und super, sehr gut. Moin. Da sieht er einmal hupen bitte. So, Politik, Weitblick, Fehlanzeige steht da drauf. Ja, und wir gehen jetzt mal hier in die Mitte. Guck mal, aus allen Himmelsrichtungen kommen sie hier angefahren. Aus der Eifel. Und von dort drüben. Unsere Landwirtschaft. Schaut mal, die haben wir eben schon gesehen am Tross. Kommen jetzt hier runtergefahren und es kommen noch mehr hier hin. Wir sind im Down in der Eifel und nehmen euch hier bei den Protesten mit. Wir waren jetzt hier einmal durch den Kreisverkehr. Ja, und nachher wird Innenminister Ebling hier vor Ort sein. Ich gucke auch, da hinten kommen wieder welche mit. Also, die Proteste gehen weiter, auch wenn die öffentliche Presse wenig berichtet momentan. Ich weiß nicht, was ihr jetzt gestern im Fernsehen gesehen habt. Schreibt es mal hier gerne mit in die Kommentare rein, wie es bei euch ausschaut. Gerne auch mal Markus verlinken. Der wollte das Video teilen. Ich weiß gar nicht, wo ich filmen soll, weil so viele unterwegs sind hier. Aus allen Himmelsrichtungen, der Hammer. Wunderbares Wetter hier. Da sind sie, unsere deutschen Bauern und Landwirte aus der Eifel. Und das war kein Martinshorn, Leute. Ja. Guckt euch das an. So, Markus habe ich auch gerade informiert. Der wird uns gleich für sich mit dazu schalten, wie es ausschaut. Gerne hier das Video teilen, dass wir möglichst viele Menschen erreichen und sagen, bis hierhin, sage ich, gehen aber nicht weiter.
Gruppe. Und hier sind deine Kollegen unterwegs. Und die machen ordentlich Lärm. Wer noch nicht wach ist heute früh, jetzt sind die Menschen hier wach. Gänsehaut pur hier. Und die Nächsten kommen, das hört gar nicht mehr auf hier. Hammer. Müsst ihr erst hungern, bevor ihr etwas steht. Ja, die Botschaften auf die Traktoren sind eindeutig und klar. Das geht an die Politik, auch an diejenigen, die heute hier hinkommen und sich stellen werden. Zu viel ist zu viel. Auch die Landwirtinnen sind mit dabei und die Bäuerinnen. So, Maximilian ist auch begeistert hier. Wir sind in Down in der AfD, ihr Lieben. Schön, dass ihr zuschaut. Für eine verlässliche Politik, jetzt reicht es. Und die Viehbetriebe sind mit dabei hier. Ja, und auch viele Private machen mit. Da baumeln übrigens die Gummistiefel in den Regenbogenfarben von Mordor, wie es so schön heißt. Die gibt es in drei verschiedenen Farben, braun, schwarz und grün. So, und Gummistiefel haben wir hier überall an jeder Ecke gesehen momentan auch. Die sind nämlich hier überall in der Eifel aufgestellt, da haben wir auch eben ein paar Fotos von gemacht. Ich bin gespannt, wer jetzt gleich noch hier kommt. Also genial. Bleiben auf jeden Fall online, gehen auch gleich hier in die Gespräche rein. Ideologie macht nicht satt, steht auf ihm hier drauf. Fantastisch. So, Polizei wird auch immer mehr. Sind hier im Moment mit einem kleinen Aufgebot da. Also nicht so viel wie in den letzten Tagen. So, wir folgen da jetzt auch gleich mal. Auch die Ordner sind hier. Also wir gehen mal Richtung Traktoren hinten. Ich nehme euch mit. Da höre ich den noch was. Kommen da noch welche? Ah, das war das Handy, okay. Da hat der Maximilian auch ein kleines Video aufgenommen. Ja, wir gehen mal runter, gehen auch gleich mal in die Gespräche rein und schauen mal, wo sich der Tross auf den Weg macht. Also, hier aus der Eifel. Hinten wird sich wohl gesammelt, so wie es ausschaut. Da bewegen wir uns jetzt mal hin. Da kommen die Nächsten schon. Ja, wird auch eine Kundgebung sein, gleich. Für die, die gefragt haben. Warte mal, da kommen die Nächsten. Und der Maximilian findet mal raus, wo wir hin müssen. Guck, da kommen die Nächsten angefahren hier. Also, schaut her, wer sich hier alles mit auf den Weg gemacht hat. Ja, Video gerne überall teilen, damit wir in der nächsten Stunde möglichst viele Menschen haben. Moin, grüß dich, hi. Also, die anderen kennen einen auch hier vom Kanal. Morgen, hi, grüß dich. Ja, die Bauernschaft geht schon wirklich toll. Ganz liebe Menschen, überall gute Versorgung. Ich komme aus allen Himmelsrichtungen, wie ihr seht. Politik, Waldblick, Fehlanzeige. Genial hier. Absolut genial. So, dann hat die Land- und Forstwirtschaft mit betroffen. Das steht nämlich hier vorne mit drauf. Zum Roman. Forstwirt habe ich eben auch telefoniert gehabt. Wir sind hier in Down in der Eifel, weil wir hier zugekommen sind.
zur Kundgebung und Demonstration. So, und ich nehme euch mit heute am heutigen Tag hier aus der Alte. Das wird definitiv spannend. Da noch viele Zuschauer sind schon auf dem Weg, wie ihr sehen könnt. Gehen wir mal zu Fuß dahin. Wenn wir ein paar Minütchen brauchen, dann schauen wir mal gleich, was uns da erwartet. So, die Kirchenglocken läuten auch. Also, ich höre auch schon die nächsten Traktoren. Sind schon auf dem Weg. Ja, hier stehen schon einige Leute. Moin, hi. Hallo. Guckt euch das an. Ja, immer live, genau. So, am Sonntagmorgen im Januar 2024, down in der Eifel. Tja, da sind sie. Ganz, ganz viele Traktoren. So, und auch der Mittelstand ist mit dabei. Die normale Bevölkerung ist mit dabei. Wir werden jetzt auch gleich mal in die Gespräche gehen. Hier ist nämlich die Bühne, wo nachher gesprochen wird. Und auch da bei der Kundgebung nehmen wir euch mit. Wir werden direkt online hier. Also, und jeder draußen ist aufgerufen, mitzumachen, mit zu unterstützen. Wir suchen uns auch gleich mal ein paar Gesprächspartner. Aber erstmal zeige ich euch hier die Traktoren und wie es ausschaut. Genial. Ich habe gestern mal ganz viele Autos gesehen, wo dran stand. Ich identifiziere mich als Traktor. Also das scheint auch ein neuer Trend zu sein. Da eben auch ein Foto vom Polizeiauto zugeschickt bekommen, wo es auch drauf stand. Das hat wohl einer draufgeschrieben oder draufgeklebt. Ja, genial. Also mehrere Reihen von Traktoren. Moin, hi. So, Kuchen sind hier mit dabei. Sehr gut hier. Moin, hi, grüß dich. Hi, moin. So, wir gehen mal durch und gucken uns das mal an hier. Also, schöne Schilder überall. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Verlässlichkeit momentan. So. Schaut euch das an, wie viele hier hintereinander stehen. Also ich denke, das macht schon Eindruck hier, was sie gemacht haben. Hi, darf ich dich kurz interviewen? Wir sind gerade live bei Social Media. Auch bei Markus, wir kommen wieder auf dem Pedal, nicht? Okay, gut. So, schauen wir euch mal, wo unsere Ansprechpartner sind, mit denen wir die letzten Tage auch unterwegs waren. Also, wo ist der Arthur denn? Führ mich mal gerade hin, bitte. Ich folge dir einfach mal. Wir kämpfen uns hier mal durch mit meinem Dreizack hier. Arthur, der Arthur ist da, sehr schön. Hi, moin, grüß dich. Nee, halt auch nicht. Ich auch nicht. Magst du ein bisschen was erzählen? Wir sind gerade live. Schon wieder? Ja, erzähl mal. Passiert heute? Ja. Was passiert heute? Wir sind in Down und ganz viele Traktoren sind schon da. Was ist heute der Tagesplan? Nimm uns bitte mal mit. Ich bin nicht vorbereitet. Okay. Nee. Das bin ich im Bitburg schon erwischt. Aber da konnte ich mir noch mal erzählen. Hier habe okay. Ich mich jetzt nicht. Aber was passiert? Wie ist der Tagesplan, die Uhrzeit? Ich? Du, oder Zolo? Hol dir vom Metterich. Wo haben wir den Andreas denn? Michael? Michael, der kommt mit der anderen Kolonne. Okay, das heißt, die sind noch nicht da. Okay. Die sind noch nicht da. So gut, alles klar. Warten wir gleich auf Michael. Alles gut. Ja. Deshalb. Alles gut. So, kein Problem. Also, wir gehen mal ein bisschen weiter, zeige ich euch. Also, der eine oder andere ein bisschen schüchtern, macht aber nichts. Alles gut. Also, wir warten mal, bis der Rest kommt. Wir schauen uns in der Zwischenzeit hier die Traktoren an.
Zu viel ist zu viel. Beispielsweise steht auch hier vorne drauf. So. Ihr seht, das füllt sich schon relativ schnell. So, Politik mit Weitblick, Fehlanzeige. So, also, sehr gerne nehme ich euch hier mit. Moin, hi, hi. Magst du ein bisschen erzählen, weshalb ihr heute hier seid? Wir sind gerade live auf Social Media. Okay. Also schüchtern heute früh, keiner will was sagen. Der Maximilian kann ja mal fragen, ob einer für ein Interview bereit wäre. Dann machen wir das zu zweit mal jetzt hier gerade. So, moin. So, moin. Mögt ihr ein bisschen was sagen, weshalb ihr heute hier seid, was heute passiert? Bis jetzt waren alle ganz schüchtern beim Reden. Wir sind gerade live auf Social Media. Vielleicht traut ihr euch. So, wollen wir beide? Beide. Komm. Die Zuschauer warten, wir haben ein paar hundert Zuschauer, die gerade zuschauen. Er holt mir einen, sehr gut. Also, wir sind alle noch nicht ganz wach hier, macht aber nichts, ist ja auch früh am Morgen momentan. Aber er holt uns immer ein bisschen was hier erzählen kann. Also. So, viele aus der Bevölkerung da. Gucken wir hier ein klein bisschen rum, die Ordner weisen hier ein. Polizeifahrzeuge sieht man auch schon. Und ihr seht, das ist schon einiges an Traktoren, die hier stehen. Geht bis hinten durch. Moin, darf ich euch kurz interviewen, weshalb ihr heute hier seid? Okay. Alle heute früh noch nicht ganz wach, glaube ich. Macht aber nichts. Wir finden schon einen, ich gebe mich auf. Ihr kennt mich ja. So, also hier, wie gesagt, gleich die Bühne und natürlich auch das Banner mit dem Thema Agrardiesel. Nicht für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber es ist nicht das einzige Thema, was die Bauern und Landwirte bewegt. Da gibt es noch viel anderes, was ihr in den letzten Wochen ja auch schon mitgesehen habt. Und ich frage mir vorne, darf ich dich kurz interviewen? Wir sind gerade live bei Social Media. Ich bin Kollege. Okay, alles klar. Von wo, was machst du? Volksfreund. Der Volksfreund, okay. Ich bin auf meinem eigenen Social Media Kanal unterwegs, als Blogger. Wie heißt der? Tibor Schadi, freiwilliges Krisenmanagement. Also, Presse ist auch hier. Zeitung. Kennt auch der eine oder andere. So, und da kommen noch mehr Leute. Wir gucken auch, dass wir uns hier einen schönen Platz sichern, wo wir nachher auf jeden Fall was mitkriegen von der Bühnenrede. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach. Gehen wir mal ein bisschen rum, gucken uns mal ein bisschen um hier mit dem Traktor in der Zwischenzeit. Also, ein schöner Tent auch. Gucken wir, wie weit das bis hinten durchgeht. Morgen. So, ich frage mal gerade hier vorne, könnt ihr uns ein klein bisschen was sagen vom Ablauf, vom Zeitplan her, wie es so geplant ist, was uns jetzt in den nächsten anderthalb Stunden erwartet? Wir sind gerade live bei Social Media, ich habe ja schon ein paar Mal von euch berichtet, aber bis jetzt ist noch kein Ansprechpartner da. Wenn du so ein bisschen erzählst, wie es gleich abläuft, das wäre total toll. Kann ich wirklich, ehrlich gesagt, auch nicht viel zu sagen. Ja, das ist nur Order, ich glaube okay. So um 20 vor, Viertel vor 11 ja. Soll die Ansprache starten. Okay, alles klar. Wer wird sprechen, weißt du das? Der Peter Rutsch, ja. Ist Geschäftsführer vom Bauernverband. Darf ich filmen? Ist das okay für dich? Muss? Ja. Danke. Okay. So, da bist du, sehr schön. Ja. Also, der Peter Rutsch vom Bauernverband. Genau, ich denke, der macht die Begrüßung und Dann wird der Sebastian Reif, stellvertretender Vorsitzender vom Kreisbauernverband Daun, übernehmen und durchs Programm führen. Ja. Welche Gäste werden ja heute noch erwartet? Der Herr Jens Jensen wird sprechen von der SPD, der Herr Ebling von der SPD. Innenminister. Rheinland-Pfalz. Und dann werden, ja, ich glaube, der ist nur Staatssekretär. Und dann werden natürlich auch Praktiker, Landwirte zu Wort kommen, was beim letzten Mal ein bisschen untergegangen ist, aber ja. Was ist beim letzten Mal untergegangen? Was hätte noch gesagt werden müssen? Beim letzten Mal hat mehr die Politik gesprochen wie die Praktiker. So. Und das soll heute verstärkt stattfinden, dass die Praktiker zu Wort kommen hier und sich äußern, ja. Okay, also. Okay. Die Praktiker sind gefragt, die Menschen, die wirklich Ahnung haben von der ganzen Materie. Genau. Und wir sind gespannt, mit wie vielen Fahrzeugen rechnet ihr denn so im Moment? Da habe ich gar keinen Überblick von. Das ist auch schwer einzuschätzen. Die Nachbarkreise sind schon stark vertreten hier. Das waren die ersten, die heute Morgen angereist sind hier. Und
Dann wie viel Uhr sind die ersten gekommen? Ja, das vor einer halben Stunde ist losgegangen. Okay, also haben wir noch alles mitgekriegt. Wir waren vorne am Kreisverkehr. Genau. Und da kommen noch weitere Konvois, sagst du? Es sollen noch welche unterwegs sein. Alles klar. Also man sieht auch, wie stark hier der Zusammenhalt bei den Dörfern ist. Ne? Man unterstützt sich gegenseitig. Das ist für Stadtmenschen und vielleicht auch neu. Da sind ja auch viele, die zuschauen. Und es sind nicht nur noch die Landwirte, es ist auch der ganze Mittelstand, die Bevölkerung. Da wurden wir auch bei den Sternfahrten die letzten Tage sehr gut unterstützt. Ja. Man sieht auch das Klatschen an den Seiten, immer Daumen hoch, die gehen. Und macht euch ein Flatterbändchen rum, dann könnt ihr auch mit unterstützen. Auf jeden Fall hilft. Sehr alles, positiv, genau. Alles, was positiv nach vorne gibt, hilft. Wichtig, dass es friedlich abgeht. Ich sag's hier auch nochmal in jedem Stream. Also wir sind gegen jegliche Form von rechts oder links. Genau. Sag ich auch, wir sind genau in der Mitte. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Deshalb bitte auf meinen Kanälen auch keine Politikwerbung. Ansonsten wird derjenige dann rausgenommen. Genau. Ja, ich danke dir. Ja. Also, da haben wir doch nochmal ein bisschen Informationen. Also. So. Also wie gesagt, Minister des Inneren Michael Ebling wird nachher da sein. Da habe ich übrigens vor ein paar Wochen einen Brief von ihm bekommen, denn ich hatte mich im letzten Jahr mehrfach, wir hatten ja hunderte E-Mails geschrieben für das Projekt Baustoffspenden NRW mit der Bitte um Hilfe und Unterstützung, und vor ein paar Wochen einen Brief aus dem Ministerium von Herrn Ebling bekommen in seinem Auftrag, dass man das Projekt Baustoffspenden NRW in Erftstadt nicht unterstützen kann. Und das Baustoffzelt Kaiser in Rheinland-Pfalz hätte ja schon seit einem Jahr zu. Und abgesehen davon ist Rheinland-Pfalz ja gar nicht zuständig für Nordrhein-Westfalen, obwohl 40% der Betroffenen aus Rheinland-Pfalz kamen. Das Projekt ist zu seit 2. Dezember, weil es keine politische Unterstützung und keine Unterstützung von offiziellen Anwälten gefunden hat. Trotz dass 1000 Betroffene auch hier aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen schriftlich den Wunsch geäußert haben, dass es weiter geht, weil der Wiederaufbaufonds und die Gelder nicht in der Form zur Verfügung stellen und so reibungslos laufen, wie es überall kundgetan wird, auch von den Landesregierungen. Nun ja, also diese Antwort kam relativ spät im Januar diesen Jahres. Und wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich ihn nochmal darauf ansprechen. Man weiß, dass wir hier sind. Wir sind ja nicht zwingend beliebt am Land Rheinland-Pfalz. Und soll ich euch auch sagen, das ist mir relativ egal. Denn ich habe gesagt, wir werden hier weiter für Aufklärung sorgen. Wir werden die Probleme ansprechen. Und es gibt in Rheinland-Pfalz und in Fluggebieten viele Probleme, auch bei uns in NRW. Ja, und auch die Bauern haben Probleme. Und wie geht's heute hier? Aber das muss ich als kleine Anekdote am Rande doch mal kurz mitgeben hier. So, da kommen die nächsten Traktoren an. Da gehen wir mal hin. Und jetzt auch die Kinder sind hier mit den kleinen Traktoren. Schaut mal, da kommen die nächsten. Also, da kommen sie. Das wird voll. Weiter hier. Seht ihr hinten, da kommen noch mehr. Also schön, dass ihr hier mit dabei seid und dem Kanal folgt. Genial. Artenschutz, demnächst auch für Landwirte. Den Spruch kann ich noch nicht. Auch sehr schön, habt ihr ihn gesehen gerade. Ist übrigens bitterkalt. Ein paar Grad Minus haben wir hier. Ja, vollkommen richtig, Uwe. Ministerpräsidentin Manu Dreyer ist für ihre Dienste mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Ich spare mir an der Stelle den Kommentar dazu. Könnt ihr eure Kommentare gerne mal reinschreiben. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht so weit vom Thema der Bauerndemos abweiche. Ich kann jetzt doch nicht relativ viel sagen, aber ich spare es mir gerade. Moin. Darf ich dich auch kurz interviewen? Ich muss sowieso gleich. Ja, magst du uns ein bisschen über den Ablauf erzählen gleich?
Wir haben Zuschauer, die wird das sehr interessieren. Gucken gerade alle zu auf Social Media. Ja, moin, gut. Magst du dich gerade vorstellen? Du bist? Hallo, moin, ich bin der Peter. Peter. Bin der Geschäftsführer vom Kreisbauernverband hier. Super. In Gaun. Kommt jetzt ein bisschen überraschend natürlich. Ja, wir erwarten gleich gegen Viertel vor elf den Innenminister Edling und möchten ihm die Situation der Landwirte noch mal näher bringen und ihn natürlich auch bitten, alles nach Berlin bei den Entscheidungen weiterzutragen, weil es wird keine Ruhe geben. Wir werden weitermachen. Wir werden nicht damit einverstanden sein. Gerne ein bisschen lauter reden auch. Ja, wir werden nicht damit einverstanden sein, dass die Agrardieselrückerstattung, es ist keine Subvention, es ist eine Rückerstattung von gezahlter Steuern, dass das gestrichen wird. Und wir werden weitermachen. Bis jetzt war alles friedlich. Wir möchten auch, dass alles friedlich bleibt. Aber wenn es bis ans Leben geht, kann man nichts mehr ausschließen. Ja, man kann auch die Menge nicht stoppen. Markus Lüpperfürth hat es auch gesagt. Viele demonstrieren gegen Recht. Ich sage es ja auch nochmal, wir sind gegen jede Form von Rechtsextremismus, aber auch gegen Linksextremismus. Wir sind hier komplett in der Mitte. Aber wenn Menschen Angst um Existenz haben, und wir kennen das aus der Vergangenheit, dann ist das ganz, ganz schlimm. Und ja. Demonstrieren, so hat es Markus gesagt, ich schließe mich seinen Worten an. Gegen Rechts wird nicht viel bringen. Man muss die Probleme lösen, damit genau. Die Leute nicht in dieses Spektrum reingehen. Und da ist die Politik gefragt. Das müssen unsere Entscheider das hier im Land machen. Absolut richtig. Ja. Der Agrardiesel ist ja nicht das Einzige. Es gibt viele Subventionen, die er hat. Und ich sehe, es kommen immer mehr Bauern. Ihr seht hier im Hintergrund, das ist ja Wahnsinn, wie viele Dörfer aus dem Umfeld mit dabei sind. Ja. Solidarisch, ja. Eine geschlossene Einheit, die Bauernschaft. Genau. Genial. Genau, es ist auch in der Bauernschaft zurzeit eine Geschlossenheit, die wir in den vergangenen Jahren eigentlich so nicht gekannt haben. Und das freut mich auch, dass wieder die Geschlossenheit da ist, weil nur geschlossen kann man etwas erreichen. Ja, auch über die Verbände hinaus, weiß ich, ne? Also es ist super beeindruckend. Du hast auch viel zu tun jetzt. Ich will dich nicht aufhalten, wir sind auf jeden Fall live dabei. Danke auch für eure Gastfreundschaft überall. Das muss ich auch mal sagen, man ist überall herzlich willkommen. Und du hast ein bisschen was zu tun. Wir sehen uns gleich. Danke dir, ja? Danke auch. Also schaut euch, da kommen die Nächsten. Super. So, auch die Spedition sind unterwegs. Und hier ist jetzt kein Platz mehr zum Parken, denn es ist voll. Das heißt, die parken jetzt hier am Rand und fahren durch. Die Polizei und die Ordnungskräfte und das Ordnungsamt geht hier quasi in die Kommunikation und sagt, wo man momentan parken kann. Vielen Dank ja auch an die Blaulichtgruppe. Schreibt mal gerne rein, von wo ihr zuschaut, wie eure Meinung ist zu den aktuellen Protesten. Helft ihr auch, unterstützt ihr auch. Also auch durch Zuschauen. Ja, die Polizei macht einen guten Job. Hier auch nochmal gesagt an die Ordnungskräfte. Die haben es natürlich bei den Bauerndemos auch relativ einfach, weil die Bauern wirklich vom Grund her immer friedlich sind. Und da gibt es durchaus andere Demonstrationen, die wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, wo es zu Ausschreitungen und Gewalt kam, die aber nicht von den Bauern waren, wo aber Politiker der Bundesregierung zugegen waren. Und da wird nicht drüber gesprochen. Das finde ich sehr erschreckend. Vor allem auch die wenige Berichterstattung der Presse. Aber gut, wir sind live, wir zeigen euch vor Ort, wie es ist. Wir können euch ein Bild machen davon. Und wenn ihr den Kanal folgt, seht auch in den nächsten Tagen und auch am heutigen Tag noch was später kommt. Also gerne auch mal hier auf Folgen drücken. Thank you.
haben wir einen schönen Ausblick von hier oben. Dann mal sehen, wie weit das noch hin durchgeht mit den Traktoren. Ich halte das Stativ mal relativ hoch gerade. So, und dann kommen wir schon wieder nächste angefahren hier. Ich will Zukunft haben, steht hier drauf. Verständlich. Möchte, glaube ich, jeder von uns. So. Und nun schon die nächsten wieder im Anmarsch hier. Also, ja, viele von der Bevölkerung sind da. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mal gerne hier rein. Ja, Uwe schreibt auch rein, ich finde die Proteste super, nur die Medien berichten leider zu viel gegen die Demos. Dafür bringen sie viel zu anderen Demos. Okay. Ja, das ist so. Weshalb das so ist, da kann man nur spekulieren. Meine Meinung habe ich, aber bildet euch mal eure eigene Meinung, weshalb das so ist. Ob das so gewollt ist oder nicht, dann kommen auch schon die nächsten Faktoren. Ich zoome mal ein bisschen hoch, könnt ihr das schon sehen. Wir sind jetzt auch auf dem Weg hier hin. Da sind auch kleine Geräte mit dabei. Moin, hi. Und dahin kommen schon die nächsten. Also weiter, weiter und immer weiter. So, Parteiwerbung wird hier von mir direkt entfernt und beim nächsten Mal dann auch direkt geblockt. So. Also. Salga, sehr gut. Ja, Stichwort Ahrtal, definitiv. Da werden wir vielleicht heute auch noch was zu bringen über die Flutgebiete. Aber jetzt probiere ich mich hier auf das Thema Bauern, Landwirte und die Demos zu konzentrieren. Aber es ist auch so, dass viele von den Bauern und Landwirten, die in der Flutkatastrophe geholfen haben, und zwar schnell und unbürokratisch. Die sind in Einsatz gegangen, waren mit die Ersten, die vor Ort waren mit der Blaulichttruppe, ja, und haben Großartiges geleistet. Viele wollten nur einen Tag oder zwei bleiben, daraus wurden Tage, Wochen und manche Monate. Ja, und viele haben natürlich auch extreme Kosten dadurch gehabt, kaputte Maschinen und ja, sind auf ihren Kosten auch sitzen geblieben, weil teilweise die Landesregierung, gerade in Rheinland-Pfalz, diese Kosten nicht erstattet haben. So, der Maximilian muss mal gleich gucken. So, und da sehe ich auch gerade mal ein Schild, da frage ich auch gerade mal, weil das Thema ist mir durchaus bekannt. Magst du ein bisschen was erzählen? Wir sind live bei Social Media. Wie viele Leute sind momentan untergebracht in dem Dorf? 90. 90. Wie viele Einwohner hat das Dorf? Nee, ach so, du hast jetzt verkehrt gefragt. Okay. Wir sind 90, ja. Es sollen bis zu 60. Okay, also es ist das Dorf Mischbach, ich sag das nur mal, da geht es um eine Flüchtlingsunterkunft, wenig Einwohner im Dorf, ihr seht schon, hier sind viele aus dem Dorf da und wir werden darüber die Tage auch berichten. Ich habe dann Kontakt vor Ort und ich komme auch zu euch ins Ort und in den Ort und werde das zeigen, eure Meinung auch gerne einholen. Aber ihr könnt sie aber auch hier im Video gerade sagen, wenn ihr möchtet. Nö, jetzt nicht. Okay, alles gut. Machen wir die Tage, ja? Alles klar. Gut. Na, also muss man auch dazu sagen, niemand hat was gegen Menschen, die auf der Flucht sind. Und da muss auch geholfen werden, vollkommen klar. Aber ein kleines Dorf wird hier, laut der Meinung von vielen, komplett überfrachtet. Und Migration ist gut und richtig. Aber illegale Migration ist auch ein Problem bei uns hier in Deutschland. Aber dazu die nächsten Tage mehr. Jetzt sehe ich hier einen Hund, den kenne ich schon. Ja. Ich erkenne euch immer direkt am Hund. Jawohl, ja, genau. Magst du dich gerade vorstellen? Ich bin die Tina Mumma aus Tina. Stadtkill. Jawohl. Wir haben uns auf vielen Demos jetzt die letzten Tage schon gesehen. Ja, genau. Dein Mann ist auch mit dabei, ne? Bitte? Dein Mann ist auch mit dabei. Nein, ne? Ich bin ohne Mann, ich bin also, nur mit Hund. Ah, okay. Okay, alles klar. Was erwartest du heute hier? Ich erwarte und ich hoffe, dass wir da sachlich miteinander reden können von der Politik, dass wir da ja, unsere Probleme aufzeigen können, dass wir letzten Endes auf sachlicher Ebene irgendwann ein Ziel erreichen, indem wir dann auch mal eine Reichweite bis nach Berlin haben und nicht nur hier in der Kommune oder im Landtag, weil in Berlin sitzen diejenigen, die uns helfen müssen und nicht die
in den Kommunen. Das ist vollkommen richtig. Die Kommunalpolitiker können relativ wenig dafür. Allerdings muss man natürlich auch sagen, sind natürlich auch Mitglieder ihrer eigenen Partei. Ja. Michael Ebling, Minister des Inneren, wird heute hier zugegen sein. Ich habe schon gehört, ihr werdet ihm eine Nachricht, eine Botschaft mitgeben, die er bitte nach Berlin steuern soll. Wie gehen die Proteste weiter? Wann geht's los hier? Also wir gehen natürlich jetzt hier von aus, dass wir jetzt in der nächsten halben Stunde hier loslegen können. Morgen sind dann natürlich nochmal Mahnfeuer geplant in Prüm zum Beispiel. Da werden wir auch da sein und wir müssen immer wieder Zeichen setzen. Jetzt. Ja. Ich komme morgen auch vorbei bei euch. Oh, super. Das ist ja einiges auch hier los. Ja. Und ich finde es gut und wichtig, darüber zu berichten, wie die Probleme liegen, weil viele stehen mit dem Rücken an der Wand von den Bauern. Das ist einfach so. Aber auch die normale Bevölkerung, es wird alles teurer werden. Nicht nur die, sondern auch der ganze Mittelstand. Du warst auch in Tondorf gewesen auf der Veranstaltung. Genau. Magst du mal so ein kleines Feedback zu der Kundgebung in Tondorf sagen? Wie hast du es empfunden? Also die Kundgebung an sich, die war schon erfolgreich, fand ich, weil im Endeffekt waren die Politiker, die oben auf der Bühne standen, auch fitter in Sachen Rede und Antwort stehen. Mhm. Also ich sag mal, im Gegensatz zu Bitbusch, du warst ja auch da. Da muss man sagen, da war ein horrender Unterschied zu sehen. Und man konnte da auch mal sachlich diskutieren. Ja. Es gab einen grünen Politiker übrigens, hatte einen Doktortitel. Genau. Da, wo auch manche sagten, Mensch, das wäre uns lieber als andere grüne Politiker in der Entscheidung. Richtig. Und ein wichtiger Satz fiel, warum haben sie solche, ich formuliere es mal nett, aber es wurde, glaube ich, so gesagt, Luschen in den Vorstand genommen, die jetzt über dieses Land entscheiden, wenn sie hochstudierte Menschen hier unten in den Kommunen sitzen haben. Richtig. Und da war eben unser Ziel, dass die Leute das auch mit nach Berlin tragen, dass wir uns, wenn wir schon eine Politik von SPD, Grünen oder sonst wen haben sollen, dann sollen sie sich um 180 Grad drehen und nicht um 360 Grad, wie die Frau Baerbock sagt. So, das wäre jetzt schon mal eine Annahme. Genau, dann würden sie sich nicht so lang machen, Ja, genau. So, also das sind alles so Sachen. Und wenn sie nicht wollen, dass wir andere Parteien wählen, dann müssen sie was dran tun. Dann ist es eben so. Dann muss man gucken, dass man beikommt hier. Was tippst du, wie viele Traktoren werden jetzt gleich noch kommen? Hier, der Platz ist ja schon voll, da passt keiner mehr drauf im Moment. Also, ne? Ich kann da keine Prognose geben. Also wenn wir schon so viele sind wie letztes Mal am 8.1. hier in Down, dann sind wir schon gut. Wie viel war da? Ehrlich gesagt habe ich da gar keine Zahl mehr im Kopf. Also der Platz hier war auf jeden Fall voll, auch die Straßen, auch außenrum, raus aus Down, da war alles voll geparkt. Also es war sehr, sehr viel los und wenn das heute auch so wird, dann sind wir schon erfolgreich. Sehr schön. Da sehe ich meinen nächsten Gesprächspartner mit dem Fanpulli. Die einen und anderen waren eben schüchtern, aber ich weiß, du kannst reden und das denen erzählen. Moin, ja, ich grüß dich. Ich habe auch wieder eine Stimme. Der kann wieder sprechen. Angekommen. Hatte der neulich was getrunken? Nee, die Stimme ist weg, weil ihr habt so viele Demos gemacht, ihr wart so oft in der freien Luft, habt euren Unmut kundgetan und rausgeschrien, da hat die Stimme extrem drunter geleidet. Magst du uns mal mitnehmen, was passiert jetzt gleich? Ist eine Kundgebung. Weil heute ist ja der ruhig ein bisschen lauter auch. lauter ist nur so eine Sache für sich. Liebe Daniela, ich kann momentan keine PN lesen. Ich bin natürlich live. Ich kann jetzt nicht in die Messenger-Kanäle reinschauen. Wenn es was Wichtiges ist, schreibt es gerne hier rein. Aber es liest natürlich jeder mit. Der Herr Eberling kommt ja heute für eine Kundgebung von der SPD und der Jens Jensen. Und wir wollten mal ein bisschen Präsenz zeigen heute Morgen, dass wir noch da sind und noch lange nicht aufgeben. Und, ein bisschen ist gut. Guck mal hier, ein bisschen Präsenz zeigen, das ist voll. Ja, das ist voll. Ja, es war kurzfristig organisiert, aber... Wie viel Vorlauf gab es? Wir hatten eine knappe Woche, aber wir hatten ja noch mehrere Projekte laufen und... Das hier war natürlich jetzt Herzensangelegenheit, dass wir hier mal Präsenz zeigen. Und ich denke, es ist uns ganz gut gelungen in der Kürze. Ich habe auch schon aus Quellen gehört, Herrn Ebling und manchen aus der SPD, ist es nicht so recht, dass ich heute zugegen bin. Genau, wir hatten so ein bisschen Bedenken, wenn du kommst, aber ich denke, du bist der beste Mann da. Gut. Ja, und ich muss auch sagen, ich sehe diese Regierung kritisch und ich habe Herrn Ebling sogar mal in Schutz genommen, muss ich sagen, nämlich als er mit seinem Amt angefangen hat, da gab es hier bei mir auf dem Kanal und auch in anderen Kanälen auch schon den einen oder anderen Shitstorm. Ich habe gesagt, lass den Mann nochmal machen. Der hat bis jetzt noch keinen Fehler gemacht, der ist neu im Amt, aber jetzt ist der auch schon länger da. Ja, es wird Zeit, dass sich in der Politik was ändert und nochmal ein bisschen mehr Fach- und Sachverstand reinkommt. Ich meine, wir haben alle eine Ausbildung, wir haben jahrelange Erfahrung und als manche wissen, Politiker im Bundestag, ne? Ja, wissen genau, was wir machen, wann was tun und wir lassen uns nicht länger für dumm verkaufen und
ja, es wird Zeit, dass wir jetzt mal alle auf die Straße gehen, egal ob Landwirt, Handwerker, Rentner oder sonst was. Genau. Den und an die Punkt SPD hier in Rheinland-Pfalz gebe ich die Devise, je lauter sie schreien, je mehr sie sich beschweren, auch über mich, umso öfter werde ich kommen, umso mehr werde ich da sein, umso öfter werde ich auch berichten und euch da mitnehmen und wir hören nicht auf, bis Probleme erledigt sind. Das geht immer weiter, entweder bis es gelöst ist oder bis neue Menschen an der Regierung dran sind, wenn es die Wahlen gibt. Genau. Das ist mein Versprechen. Die Wiese der Landwirtschaft, wir hören es dann auf, wenn die Arbeit getan ist. Genau, das ist auch bei uns. Ja. Ja, wir arbeiten nicht in Stunden, sondern in Hektar. Ja. Wir machen weiter. In Stunden, sondern der ist gut, den kann ich noch nicht. Den. Ja. Was tippst du, wie viele Menschen sind heute hier von euch? Ich würde grob tippen, ich war noch nicht überall, ich bin auch gerade angekommen. Ich würde grob tippen, wir sind irgendwo hier 450. Okay. Ihr haltet mir gleich vorne einen Platz frei, dass wir auch gut filmen können gleich. Machen wir. Sehr schön. Und sind eigentlich auch Zuschauerfragen gestattet? Ja, klar. Okay, da sind wir gespannt gleich, ne? Also. Bis später, viel Spaß. Gut, dankeschön. So, ich sehe auch hier, auch Helfer vom Baustoffteam sind da. Hi, moin. So, der Paddy ist wieder hier. Moin. Unser Kamerakind, ja? Ja, ja, ist ja der Heimat hier. Deswegen. Ja, du kommst direkt von hier, ne? Ja, 25 Kilometer von hier. Bin ja an der Grenze zu NRW. Aber wenn hier schon was ist, sollen wir auch hinfahren. Ja. Wir sind eben beim Dachzeitnormalen vorbeigefahren. Da, wo das Camp ist, auch eine Information in der Flugkatastrophe hilft. Und ja, die Flugkatastrophe Ahrtal hier auf Rheinland-Pfalz-Seite, genau wie in NRW, die besteht auch heute noch, 2,5 Jahre danach. Und auch jetzt kann man noch helfen, unter anderem beim Dachzeitnormalen, aber auch bei Kohle fürs Ahrtal, die kostenfreien Baustoffe für den Wiederaufbau per Online-Abruf zur Verfügung stellen. Ja. Ja, Paddy, ich glaube, ich brauche dich nachher nochmal wieder, ne? Ja, hast ja guten Vertreter dabei. Maximilian ist auch mit dabei. Genau. Der hilft ja auch mal fleißig. Mit, der hat eben auch schon tolle Fotos gemacht. Ja. Wie ist der Eindruck für dich, Maximilian, wenn du jetzt gerade hier stehst? Wahnsinn. Also wir haben ja schon einige Leute, die auch aus den Nachbarstädten angereist sind, hatte ich gerade schon gehört. Einige spannende Gespräche. Da wird sich ordentlich solidarisiert. Ich bin gleich auf die Rede gespannt. Ich auch, ja. Ja. Und auch die Reaktion vom Publikum. Definitiv. Also das wird definitiv Reaktion geben, ne? Ich würde gleich schon mal gucken, dass wir uns einen Platz vorne sichern, dass wir auf jeden Fall gut positioniert sind. Ich probiere in der Zwischenzeit noch ein paar Feedbacks einzuholen und gleich müsste auch dann Minister des Inneren, Herrn Ebling, reinkommen. Na, ich sag dazu, du hast ja auch schon Videos mitgekriegt. Bei uns auf NRW war ich ja auch mal online mit Herbert Reul, dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen, der das Projekt unterstützt hat, im Gegensatz zu dem Land Rheinland-Pfalz. Baustoffspenden NRW ist es da. Und da hat er auch gesagt, na, wir müssen gucken, dass wir zusammen eine Lösung finden. Und auch mit seiner Hilfe wurde das auf Nordrhein-Westfalen-Seite einmal verlängert. Insgesamt wurde es dreimal verlängert. Beim letzten Mal hätten wir uns die Unterstützung auch gewünscht, aber da war es dann politisch auch nicht mehr von den anderen Parteien gewünscht. Ja. Rheinland-Pfalz hat im Prinzip nie wirklich unterstützt. Hier ist ja alles totgeschwiegen worden. Dank der super Ministerpräsidentin. Also, wer war das noch gleich? Ich habe den Namen gerade vergessen. Keine Ahnung. Ich sag nur, eins, zwei, gut ab die Dame. Ja. Ja, natürlich dürfen wir nicht drüber reden. Das ist mein Social Media gestellt und Sie sind gerade live bei Social Media. Man hört Sie sogar. Ja. Nein, alles gut. Passt alles schon. Ja. Mein Dreizack hier, ja. Genau. Okay. Ja, dann tun wir mit dem Dreizack richtig auf den Boden klopfen. Ja. Machen wir. Gut, wir gehen mal ein Stückchen weiter und gucken mal, mit wem wir noch ins Gespräch gehen können. Ja, also es kommen gleich noch weitere Traktoren. Also guten Morgen für die, die dazugekommen sind. Wir sind hier in Daun in der Eifel und gehen auch gleich mal Richtung Kundgebung. Ich tippe mal, dass die Politik von hinten diesmal reinfahren wird, wie so oft, um möglichst den Menschen da aus dem Weg zu gehen. Zumindest ist das mein Eindruck gewesen in den letzten Tagen und Wochen, wo wir unterwegs waren. Schauen wir mal, wen wir noch als Gesprächspartner finden hier. Roman, mit dem wir jetzt die Tage mal im Live waren, ist heute leider nicht hier. Dem habe ich eben telefoniert gehabt. Schauen wir mal. Und hat auch wieder die Deutschlandfahne an. Ja? Ist ja so süß hier. So, das fühlt sich ja ganz schön hier, ne? Letzte Woche war es schlimmer. Letzte Woche war es schlimmer? Darf ich dich interviewen? Wir sind gerade live auf Social Media. Okay. Okay. Ja, mit dem Geschäftsführer vom Bauernverband hatten wir eben schon gesprochen.
Also wir lassen mal jetzt ein bisschen wirken hier. Und dann dürfte es in einer halben Stunde spätestens losgehen. Also auch die Kinder haben sich hier aufgestellt zum Protest. Das filme ich jetzt aber nicht explizit hin. Die sind mit ihren Traktoren hier. Ja, welche Fragen beschäftigen euch? Schreibt es mal hier gerne bitte mit rein in die Kommentare. Vielleicht kann ich die Fragen hier auch gleich nochmal weitergeben. Hi, müsst ihr uns ein kleines Interview geben? Wir sind gerade live. Okay, gut, 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 gut. Okay. So, wir sind hier in Daun in der Eifel. Ja, die Dame sitzt auch im Fernsehen, damit ist Ministerpräsidentin Manu Dreyer gemeint. Das schreibt der Hansi gerade in die Kommentare an. Und zwar sitzt sie beim ZDF. Ja, beim ZDF. Wie kalt ist es? Also wir haben auf jeden Fall Minusgrad und dürfen jetzt so 2-3 Grad Minus sein im Moment hier. Ist aber mit der Sonne, die gerade scheint, ganz angenehm. Klarer Himmel, wie ihr seht. Moin. Darf ich von dir kurz ein Interview haben? Wir sind gerade live bei Social Media. Haben auch viele Zuschauer da. Magst du uns ein bisschen was erzählen, weshalb du heute hier bist, wie so deine Meinung ist? Was für ein Sender seid ihr denn? Also ich bin privat auf meinem Social Media Kanal. Aber nicht von öffentlichen Rechten. Nein. Im öffentlichen Rechten gibt es kein Interview. Nein, bin ich nicht. Nein, Markus Wipperfürth überträgt das auch gerade. Er hat es sich auf der Seite aufgeteilt. Ja. Magst du uns mal mitnehmen? Was stört dich, was ärgert dich, was muss sich ändern momentan? Was muss sich ändern? Die ganze Politik muss sich ändern. In welcher Form? Was ist so dein Hauptkritikpunkt, den du hast? Und weshalb bist du heute hier? Also ich bin hier, weil es nicht nur die Bauern betrifft, weil ich langsam sehe, es betrifft alle. Ja. Ja, ich bin Rentner. Ich solidarisiere mich mit den Bauern. Das ist meine Meinung. Und es liegt alles im Argen. Okay. So, jetzt sehe ich hier auch gerade, Markus hatte eine Frage. Dann, Markus, schreib es mir bitte mal per WhatsApp. Ich sehe den Kommentar jetzt nicht in der Spalte hier drin. Da sehe ich doch was gerade. Moment, ich gucke mal, ob ich es gerade nochmal hochholen kann. Also es passen relativ viele Nachrichten hier rein. 2 Sekündchen, ich gucke mal gerade, hier gab es eine Zuschauerfrage von Markus Wipperfürth wohl. Also ich sehe den Kommentar jetzt nicht. Schreib die Frage gerne nochmal rein, dann stelle ich die hier auch gleich. Also, gleich kommt auch noch der Innenminister. Was denkst du, wird er was nach Berlin durchsteuern oder hast du wenig Erwartungen? Da habe ich sehr wenig Erwartungen. Also ich meine, das ist alles das Gleiche. Das ist schon von oben runter gesteuert. Und also ich glaube nicht, dass sich da was tut. Da wird sich auch nichts ändern. Die werden hier ein paar warme Worte reden und dann wird es sein. Wenn du die Chance hast, das Wort zu ergreifen, falls du das Mikrofon kriegen solltest, was würdest du den Politikern auf den Weg mitgeben? Den Politikern würde ich auf den Weg mitgeben, dass sie mal ihre Politik ändern sollen, dass sie mal Politik fürs Volk machen und nicht für sich selbst. Okay, also klare Meinung. Das ist eine klare Meinung. Ja, und da stehe ich dazu. Ja, vollkommen richtig. So, und da kann mich auch keiner diffamieren oder mich in die rechte, linke oder Ecke drücken. Also ich bin in der Mitte. Genau, so sehe ich das auch. Ich sage es ja auch nochmal rein, der Kanal ist ja auch in der Mitte. Ich habe was gegen extrem rechts und ich habe auch was gegen extrem links. Und nichtsdestotrotz, freie Meinung muss überall sein. Danke, dass du deine kundgetan hast. Und ich warte jetzt mal auf die Frage von Markus. Dankeschön. Ja? Also, darf ich dich kurz? Ja. Hi. Ihm jetzt auch zuzustimmen, wie gesagt, es geht nicht nur um die Bauern, es geht auch um die Lkw-Fahrer, CO2, die Mauterhöhung. Also das geht auch dann auch alles auf den Endverbraucher, also die Deutschen müssen das alles irgendwie noch bezahlt kriegen. Also ich weiß nicht, was sie sich da in Berlin denken. Also so kann es definitiv nicht weitergehen. Also hier müssten noch mehr sein. Sie müssten noch sonntags mit den, leider Gottes, mit den LKWs hier stehen und alles dicht machen, dass hier nichts mehr läuft. Also ein paar LKWs sind ja mit dabei, die haben wir schon gesehen, die stehen da hinten. Und deine persönliche Meinung, was ist dein Wunsch, was heute jetzt hier gleich passiert? Ja, die Ampel muss weg. Das heißt Neuwahlen fürs Land? Ja. Und dann... Vollkommen. Vieles wird ja ignoriert. Herr Hofreiter hat ja neulich auch ein Interview gegeben vor den Bauern, wo er sagte, Mensch, ihr müsst ja verstehen, das Land hat kein Geld mehr. Da ist es ja sehr, sehr eskaliert, muss man sagen. Also man hat dann gesehen, wie Unmut
sich kundgetan hat, denn die Gelder wurden ja ausgegeben, teils auch von dieser Regierung, man sieht ja die 61 Milliarden, die überall ausgegeben wurden. Ich sag, ja, wo sind denn die ganzen Gelder hin? Die ganzen Handwerksbetriebe, die Unternehmer, Steuergelder sind ja geflossen. Nur nicht an eigene Volk, sondern alle sind Ausland. Ja, also ich muss auch sagen, Auslandshilfe bei Menschen, die Not haben, finde ich gut und richtig. Kein Geld da ist. Aber es gibt natürlich auch viele Projekte, die man schon kritisieren kann, wo man sagen kann, wir müssen nicht alles finanzieren von draußen, gerade wenn wir selber Probleme haben. Das richtig. Sehe ich auch hier in den Kommentaren relativ häufig von vielen Zuschauern. Der Mann hat recht, schreibt auch Monika hier rein gerade. Und ich suche immer noch die Frage von Markus, kann sie aber nicht finden. Also wenn ihr sie gerade nochmal reinschreiben könntet, seid so lieb, schickt sie mir hier nochmal in die Kommentare rein oder schickt mir eine WhatsApp, wenn ihr denn meine Nummer habt. Wie gesagt, ich bin ja zweigleisig quasi unterwegs. Ich bin beruflich Dachdecker und mache noch Nebenerwerb Gerüstbau beziehungsweise fahre auch noch LKW. Deswegen betrifft das so eine kleine Person als Einzelunternehmer schon sehr hart. Ja, guten Morgen zusammen. Danke, so, es geht langsam los. Wir hören mal dazu. Kann man uns ordentlich verstehen, jeder, ja. Oder sollen wir die Lautstärke erhöhen? Vielleicht die Frage in die hintere Menge. Man kann alles hören, denke ich. Ne? Zum Ablauf, ab 10:45 erwarten wir den Minister Eblin hier. Er wird dann mit ein paar Worten zu Ihnen reden. Wie der genaue Programmablauf ist, werden wir dann noch im Vorfeld bekannt geben. Bitte, wenn auch irgendwo Kinder sind mit Drehtraktoren, die sollen doch bitte nach vorne kommen. Die stellen wir natürlich hier in erster Reihe, weil letztendlich geht die Veranstaltung ja auch für die, die hoffentlich irgendwann die landwirtschaftlichen Betriebe weiterführen. So viel zunächst mal und wir melden uns gleich zurück. So, also, das war schon die Vorab-Ansprache, wenn es dann gleich irgendwann losgeht. Also, Ton gut. Alles klar, weil die hatten mich gestellt, da wurde eine Frage gestellt, okay. Ja, jetzt gehe ich nochmal zu dir hier hin. Hi. Ja, also, gleich geht's los. Ja, viele Feedbacks von vielen Menschen. Ja. Was ist in den nächsten Wochen noch geplant? Also, was jetzt die Tage ist, haben wir ja schon gehört gerade. Ihr werdet es nicht aufgeben. Nee, definitiv nicht. Also, wir sind auch für Ende der Woche irgendwie noch ein paar Mahnfeuer am Plan. Ja, mal gucken, was noch so kommt. Ich muss mal mit den anderen ein bisschen Rücksprache halten. Aber Mahnfeuer sind definitiv noch ein paar geplant. Und es haben noch ein paar Politiker angefragt, die wollten zu den Mahnfeuern auch mal kommen, für noch ein bisschen mal mit den Leuten zu reden und sich noch ein paar Infos zu holen. Genau, und ich denke, das ist im Moment auch wichtig. Ist es. Magst du uns von ein paar Menschen mitführen, die uns noch ein bisschen was erzählen möchten? Weil die einen oder anderen sind ja ein bisschen schüchtern, haben wir mitgekriegt. Du kennst sie ja ein bisschen besser. Ein paar sind schüchtern, ne? Komm, führ uns mal zu. Einen aus dem Transportunternehmen. Ja, das ist auch mal interessant. Super. Hi. Oh, ich bin aber kein Fernsehmensch. Das ist gut, weil wir sind nur bei Social Media gerade. Oh. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, was das Logistik- oder Transportgewerbe angeht? Wie schaut es da aus bei euch? Ja, eigentlich. Also, Auftragslage. Ja, generell. Ich meine, ihr seid jetzt auch betroffen, auch mit der Mautgeschichte, ja. Mit allem drum und dran, mit den Auflagen, die jetzt kommen. Transport wird teurer. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, die Zuschauer? Ja, ist halt alles scheiße, ne? Alles wird teuer. Keiner kann sich mehr was leisten. Bauen kann auch keiner mehr. Ich meine, wir sind viel Transport. Wir fahren überwiegend landwirtschaftliche Transporte. Und das betrifft uns natürlich auch alles. Bauern haben kein Geld mehr. Ist halt alles nicht so toll. Was fahrt ihr für Produkte? Getreide, Futter. Okay. Ja, also das, was nachher bei uns auf den Tellern kommt oder sollte. Und wenn es nicht gerade aus dem Ausland importiert wird, was ja auch ein Großteil ist. Was denkst du, wie es weitergeht? Also man sieht ja hier auch, die ein oder anderen LKWs sind da. Manche hätten sich gewünscht, es wären mehr da. Gestern in Kassel haben wir ganz, ganz viele Transportunternehmen gesehen, die im Konvoi mitgefahren sind. Waren über 350 Fahrzeuge, haben wir im Nachhinein gehört. Also knapp 30 Minuten hat es gebraucht, bis der Konvoi an uns vorbeigezogen war. Glaubt ihr, gehen demnächst auch noch mal mehr auf die Straße? Ja, ich glaube, du kriegst aber die Transportunternehmer nicht so unter einen Hut wie die Landwirte. Okay, aus welchen Gründen? Ich will nichts Falsches sagen. Also deine persönliche Meinung, alles gut. Ja, es sind einfach zu viele da, die sich dann daraus meinen, die könnten Profit schlagen, wenn okay. Andere nicht fahren. Verstehe.
Okay. Was erwartest du gleich jetzt hier von den Reden, die gehalten werden? Wie ist so deine Meinung, was gleich passieren wird? Ich denke, in erster Linie werden wir mal gut belogen. Okay. Das ist eine klare Aussage. So. Deshalb macht sich halt Gedanken um unsere Kinder, ne? Was mit denen ist. Später. Wie viele Kinder hast du? Eins. Okay. 2 Jahre alt und ich denke, dem seine Zukunft ist besiegelt, wenn es so bleibt. Tja, die Sorge haben viele, ich persönlich übrigens auch. So, und hier nochmal der Hinweis, bitte keine Parteiwerbung hier bei mir auf den Kanälen. Ich lösche das dann direkt, wie auch jetzt gerade. Also, wir machen Werbung für eine Partei, ist doch eh alles sinnlos. Okay. Irgendjemanden wird man wählen müssen demnächst. Ja, sicher. Das sonst gibt so. Man dem Falschen die Stimme. Genau, korrekt. So sieht es aus. Ja. Also, Fanpulli ist immer noch da. Wo hast du denn die Kaffee hergekriegt schon mal? Da ist Bäckerei Lohners. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Die haben nur noch bis 11 Uhr offen. Da hinten steht noch die Bäckerei Feinen. Ja, die bietet okay. auch Kaffee an. Ja, mach gerne Werbung für Produkte oder Regionen. Ja, alles cool. Also ganz ehrlich, ich mache auch gerne Werbung und das zeige ich auch gerne für eine Flutkatastrophe unterstützt haben oder gespendet haben. Da kaufe ich auch gerne, weil man weiß, ne, da ist es gut aufgehoben, ne, wenn auch Menschen was zurückgeben. Also ein bisschen. Ja. Ja. Also, gleich geht's los. Wir gehen mal ein bisschen hier noch in die Menge rein, würde ich sagen. Also, wir gehen hier mal mit in die Menge rein, gucken uns hier ein bisschen um. Ich will die Kinder mal nicht zu filmen. Die sitzen hier auf ihren Traktoren gerade. Warum werden keine Lieder gesungen? Das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber es ist auch verdammt kalt heute hier, muss ich sagen. Sehr kalt sogar. Moin, hi. Der Bauer hat jetzt wieder. Also, da seht ihr verschiedene Reihen, wo sie hier stehen. Der Platz ist voll und das ist gut so. Morgen, hi. Also, ich spring's mal hier rein. Die einen oder anderen sitzen auch noch auf den Traktoren und werden sich dann auch gleich wieder zustellen. Moin. Ach, guck mal, eine Ziege haben wir auch mit dabei. Das ist ja schön. Hi, darf ich deine Ziege mal filmen, hör mal? Ja, gerne. Klasse. Schau mal hier. Sieht ein bisschen aus wie das Maskottchen vom FC. Was ist denn das für eine Ziege? Darf ich dich filmen? Wir sind live bei Social Media. Ja? Was ist das für eine Ziege? Das ist eine Zwergziege. Sehr schön. Wie heißt sie denn? Edward Longshanks. Edward Longshanks. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Mach uns mal schlau. Aus welchem Film ist es? Das ist Eduard der Erste. Das ist Hammer of the Scots. Das war ein englischer König. Hm? Sehr schön. Ja. Guck mal. Die ist auch gar nicht scheu hier. Also die kann den Trubel gut ab, habe ich den Eindruck. Ne? Ja, der ist das gewohnt. Weshalb bist du heute hier? Was bewegt dich heute hier bei der Kundgebung mit dabei zu sein? Aus Solidarität. Meine Freunde, die werden darunter leiden. Die ganzen Regularien, Düngerverordnung und so weiter. Und wir haben selber einen kleinen Hof. Und was schlecht für meinen Nachbarn ist, ist schlecht für mich. Okay, das finde ich mal Solidarität. Das ist toll. Wie viele Ziegen habt ihr zu Hause? 9. 9, okay. Schön. Die schnurrt auch hier ein bisschen. So, schaut mal hier. Im Endeffekt steht sie vom Bundestag. Schaut mal hier. Da können dann sehen, nicht unsere Schuld, wir haben den Haushalt nicht im Griff. Ja, das ist so. Also auch tolle Banner, die Bauern hier wieder mit drauf gemacht haben. Und man sieht jedes Mal neue Ideen auf den Bannern drauf. Und die sind alle sehr, sehr vielfältig. Was erwartest du von den Politikern, die nachher reden werden? Was ist so dein Gefühl? Also Erwartungen habe ich eigentlich gar keine. Sagen die meisten leider, ja. Aber es muss gehört werden und ich denke, das ist nicht nur ein deutsches Problem, es ist EU-weit und dass das einfach irgendwie nach oben kommt und dass da auf EU-Ebene auch mit Green Deal und so weiter, dass da was wirklich geändert werden muss. So ja, Green Deal hört sich toll an, im Endeffekt ist es das aber nicht. Genau. Und also ich finde ja die Ziege hier wirklich faszinierend. Ich mache da mal auch ein Foto von hier. Sehr interessant. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Vielen lieben Dank ja auch für dein Feedback am Morgen. Ja, danke auch. So, wir gehen mal ein bisschen weiter. Die Bühne haben wir hier. So, das Banner auch direkt neben der Bühne. Könnt ihr hier sehen. Jetzt reicht's nicht mit uns. Morgen. Hi, ihr seid aus der Logistik. Ja, mögt ihr auch ein kurzes Feedback für den Kanal geben, warum ihr heute hier seid. Von den Bauern habe ich schon viele, aber auch von den Logistikern wäre es sehr interessant, ein bisschen was zu hören. Ja?
Hi. Also ich bin 25 Jahre jetzt in einer Firma, die 100 wird. Und ich hoffe, sie wird 200. Aber es sieht alles nicht gut aus. Ne? Was sind die Probleme im Bereich Logistik momentan? Was macht euch das Leben so schwer? Ja, das Leben schwer macht die Konkurrenz, ist so ganz klar. Gehen wir abends ab 18 Uhr, ab 16 Uhr auf die Parkplätze gucken. Welche Unternehmer findet noch einen vernünftigen Parkplatz? Das ist so. Also wenn ihr über die Autobahn fahrt, da kriegt man es gerade vor den Wochenenden und am Wochenende extrem mit. Aber auch von den Lenkfahrzeiten. Mir ist das auf dem Rückweg von Berlin von der Demo aufgefallen. Ja. Ne, teilweise auf den Seitenstreifen drauf, weil sie die Lenkpausen einhalten müssen. Es ist so schon sehr schwer. Aber jetzt kommt natürlich auch das ausländische Transportgewerbe mit dazu, was natürlich bessere Bedingungen hat als ihr jetzt, wenn die ganzen Sachen umgesetzt werden. Ja, die Dumpingpreise von diesen Firmen. Genau, richtig. Ja, und das ist ja dann unsere Firmen, die hier die Spedition beschäftigen. Die sagen, warum soll ich den normalen Preis bezahlen, da kriege ich billiger. Ja. Ist auch nicht in Ordnung. Der Preis entscheidet immer, das ist genau das Thema. Ne? Im Ausland gibt es auch einen geringeren Mindestlohn. Der ist also anders als bei uns hier, auch die Besteuerung ist anders. Und das fällt uns nachher an auf die Füße. Im Umkehrschluss wird es dann so sein, dass die deutschen Transportunternehmen weniger Umsätze machen, weniger Geschäfte machen, was für uns dann aber auch wieder heißt, weniger Steuereinnahmen. Natürlich. Ja. Das ist immer so. Was erwartest du von der Politik, die gleich kommen wird? Was ist so deine Meinung, dein Gefühl? Wir werden hier nur abgespeist. Okay. Im Internet hat man genau gesehen. Lass die Bauern demonstrieren, lass sie ein bisschen rumhupen. Wir machen die Gesetze. Solche Politiker gehen nicht. Spätestens in 2 Jahren werden sie die Quittung bekommen bei den nächsten Wahlen. Da gehe ich auch schwer von aus. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Viele sagen, demokratische Neuwahlen wären das Beste. Aber es sieht nicht so aus, als ob die Ampel da irgendwelche Schritte macht, das ja, zu tun. Haben die keine Ambitionen jetzt dazu. Ne? Ja. Schön. Von wo kommt ihr heute? Wie lange seid ihr angereist? Wir sind nicht weit weg. Wir kommen aus Wilsecker. Also Heimspiel für euch. Sehr schön. Alles klar. Vielen lieben Dank für euer Feedback. Ja, also haben wir auch mal was hier vom Transportgewerbe. So, also gleich geht's los. Ungefähr eine Viertelstunde noch. Und die Gäste dürfen jetzt auch gleich irgendwann eintreffen. Wir gehen mal in die Richtung und schauen, ob wir da die Autos sehen, die gleich hier auf den Hof fahren werden. Und ein Stückchen hier auch auf die Bühne. Dann habt ihr von hier oben auch mal so einen kleinen Ausblick, wie das von hier ausschaut. Könnt ihr also mal ganz klar sehen, wie viel hier los ist. Das ist wirklich einiges. Also schöner Ausblick von oben. So, wir suchen mal Maximilian. Fragen mal, ob da jetzt schon jemand auf dem Hof gefahren ist. Habt ihr schon Autos gesehen, die gekommen sind jetzt? Nee, bis jetzt nicht. Noch nichts angerannt. Okay. Und ich denke mal, die kommen hier rüber. Worüber? Entweder hier oder unten vorbei, weil unten kommst du ja von hinten ran. Von der Autobahn runter. Mhm. Direkt, ne? Also, boah, ich schätze mal, unten die Ecke werden sie kommen. Die Staatskarossen. Ja. Genau. Ja. Also, wir sind gespannt. Ja, Tanja schreibt es auch an, hier 2 Jahre, wir vergessen nicht. Genau so ist es. Ich sage auch, ich werde auch nicht vergessen, was in der Flugkatastrophe war. Diejenigen, die geholfen und unterstützt haben von der Politik, aber auch diejenigen, die es nicht taten und den Wunsch der Flugbetroffenen ignorierten. Momentan wird halt der Wunsch der Bevölkerung ignoriert, meiner Meinung nach. Und das zu einem größten Teil. Die Umfragewerte zeigen das eindeutig. So, man wollte ja volksnah sein und nah am Volk. Das ist eine Frage. Auch die Wunderschaft der Polizei ist da. Vielen Dank auch nochmal an die Blaulichtgruppe, die hier ist und unterstützen. So, und da wird jetzt geredet. So, liebe Gäste, liebe Mitbürger, liebe Landwirte und letztendlich die wichtigsten, liebe Junglandwirte und Junglandwirtinnen. Wie eben angekündigt, schreitet die Zeit voran. Ich sehe schon, Minister Ebling ist im Anmarsch mit dem Minister Jensen. Vielleicht kommen schon alle hoch auf die Bühne, damit wir zügig weiterkommen. Es wird so sein, dass unser stellvertretender Kreisvorsitzender die Begrüßungsworte spricht, weil unser Kreisvorsitzender ist leider
erkrankt und wir wünschen ihm natürlich von hier aus gute Besserung. Liebe Marco, Kotschau, dass du wieder schnell auf dem Damm bist. Also wie gesagt, Sebastian Reif wird begrüßen. Dann wird Minister Jens Jensen ein paar Worte reden und anschließend unser Innenminister Ebling. Anschließend werden Stimmen von jungen Landwirten zu uns sprechen. Das ist als erstes der Michael Haubrichs, die Janina Weins und der René Esser. Und zum Schluss wird dann unser erfahrener Ehrenpräsident Leo Blum auch noch ein paar Worte an die Politik richten. Ja, ich würde sagen, wir können starten. Bitte alles auf die Bühne. So, bitte bei den Kommentaren sachlich bleiben. Hallo, schön, dass wir also gerne noch mal Feedback mit dem Ton. Ich hoffe, soweit alles gut bei euch. Ja, dann. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Auch von meiner Seite an diesem tollen, sonnigen Sonntagmorgen. Ich freue mich sehr, dass so viele hierhin nach Dauen gekommen sind. Und ja, wie gesagt, vor allen Dingen das Wetter spielt uns heute mal gut in die Karten. Und wie gesagt, liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe Berufskollegen, der ganze Mittelstand möchte ich aber auch hier erwähnen. Metzger, ich habe die Bäckerei Utters hier schon gesehen, Gastronome, Handwerker und auch die Jägerschaft, die steht hinter uns Landwirten. Alle sind auf unserer Seite, das hat sich die letzten Wochen bewiesen. Und darauf sind wir auch sehr stolz, dass die Landwirte so viele aus dem Mittelstand auf ihrer Seite stehen haben. Darüber können wir jetzt mal einen großen Applaus geben. Im Namen des Kreisbauernverbandes Daun darf ich alle herzlich willkommen heißen. Ich bin heute hier in Vertretung für Marco Weber, unseren Kreisvorsitzenden, der aufgrund von Krankheit heute leider nicht hier sein kann und werde die Ansprache, eine kurze Ansprache und auch die Moderation übernehmen, damit das alles hier reibungslos abläuft. Vielleicht einige Personen möchte ich ganz kurz begrüßen, wie gesagt, möchte aber auch wirklich mich kurz fassen, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Zum einen unseren Stadtbürgermeister Friedhelm Mader, habe ich gesehen, ist hier. Dann unseren Landtagsabgeordneten Jens Jensen von der SPD, herzlich willkommen. Herr Innenminister, Herr Ebling, herzlich willkommen. Vorab, schön, dass Sie sich die Zeit gemacht haben. Auch an Jens Jensen hier im Rahmen des Neujahrsempfangs von der SPD, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier hinzukommen und auch hier Rede und Antwort stehen. Aber eins kann ich Ihnen jetzt schon sagen, Herr Ebling, die Zeit wird nicht reichen. Sie müssen ein bisschen mehr Zeit mit einkalkulieren. Genau. Dann haben wir den Tibor Schadi, ist auch hier mit Live-Übertragung. Herzlich willkommen. Danke. Super. Schön. Also, wenn die Feste nicht kommen, dann kommen wir. Tibor Schadi, freiwilliges Krisenmanagement. Dann, wie gesagt, der Kreisvorsitzende Kreis Bitburg-Sprüng, Herr Stefan Fiedler, ist auch hier mit auf der Bühne. Egon Thomas, freu mich auch sehr, dass du hier bist. Unseren Ehrenpräsidenten Leo Blum wird nachher auch noch ein paar Worte zu uns sagen und Manfred Zelder ist auch hier mit dabei. Ja, wie gesagt, worum geht's heute hier? Ich denke, ich brauche hier keine großen Reden zu halten. Jeder weiß, was momentan draußen los ist, die aktuelle Situation in der Landwirtschaft.
Eins muss man wirklich hier sagen heute, wir haben am 8. Januar, haben wir genau hier an gleicher Stelle gestanden. Deutschlandweit waren Demonstrationen überall, die Landwirte waren präsent, die waren auf den Straßen, der Mittelstand war mit dabei. Und es hat sich im Prinzip nichts geändert. In Berlin hat sich nichts geändert. Die Politik in Berlin, die stehen mit verschlossenen Augen da und gehen nicht auf unsere Forderungen ein und merken auch nicht, was hier draußen los ist. Also das ist für mich der absolute Wahnsinn. Und wir sind verärgert, deswegen stehen wir heute hier. Wir sind verärgert, dass nichts passiert, dass keiner auf unsere Forderungen eingeht. Anscheinend, ich sag mal, ist das in Frankreich ein bisschen anders. Also da klappt das mit der Politik besser. Da gibt es ja steile Gelächter auch. Ja, die Franzosen haben es geschafft. Genau, und es geht auch nicht nur noch, es geht nicht mehr um den Agrardiesel. Das weiß jeder, es geht nicht mehr um den Agrardiesel. Es geht um die politischen Rahmenbedingungen, die ständig verändert werden. Es ist keine Planungssicherheit mehr da. Es geht um den Bürokratieabbau. Und das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach die Sicherung der deutschen Lebensmittelversorgung. Das hat niemand verstanden. Niemand. Ich denke, das zur Einstimmung als Startschuss jetzt, ich denke, das reicht. Der Herr Jensen hat genug Futter jetzt bekommen, um darauf einzugehen. Und wie gesagt, deswegen würde ich das Wort von meiner Seite aus zuerst an den Herrn Jensen übergeben. Vielen Dank. Ja, wenn wir auch Ralf, stark beobachtet und Vertreterin des Kreisbauernverbandes, liebe Bäuerinnen und Bäuer, liebe Vertreter der Forstwirtschaft, liebe Vertreter des Handwerks und des Mittelstands, vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir hier direkt sprechen können und auch im Vorfeld für die Organisation und die gute Kommunikation. Der 8. Januar wurde angesprochen. Ich war hier an der gleichen Stelle bei deutlich schlechteren Temperaturen aufgestanden und habe zu Ihnen sprechen dürfen. Und daran hat sich auch, was ich damals gesagt habe und auch die Landrätin gesagt hat, nichts geändert. Es geht hier auch um die Frage der gleichwertigen Lebensverhältnisse im ländlichen Raum. Und dafür stehen wir auch als regionale Abgeordnete natürlich auch stark und deswegen auch stark neben den Landwirtinnen und Landwirten. Ich kann Ihren Unmut auch verstehen, was die Planungssicherheit angeht, dass da auf kürzeste Zeit Dinge umgeworfen werden, auf die Sie sich auch als Unternehmerinnen und Unternehmer verlassen müssen. Und diese Planungssicherheit braucht es auch. Und es geht nicht nur mit den Agrardiesel, Sie haben das gesagt, es geht darum, dass man schaut, wie kann man die Landwirtschaft in Deutschland so zukunftsfähig aufstellen und wirklich auch zukunftsfähig mit Planungssicherheit aufstellen, dass sie eine gute Zukunft hat, dass die Höfe übernommen werden hier in der Eifel und dass Sie hier mit Ihren Unternehmen eine Zukunft haben. Das werden noch viele Gespräche sein und wir sind offen für diese Gespräche, auch zu schauen, wie man neben der ganz konkreten Anlass, der dazu geführt hat, diese Proteste, dass man auch sagt, langfristig muss ja mehr passieren, weil in den letzten Jahren deutlich zu wenig passiert ist, weil vieles angekündigt wurde, auch von Vorgängerregierungen und Vorgängerministern und deswegen muss jetzt mehr passieren. Dafür stehe ich ein. Ich möchte jetzt gar nicht viele Worte machen, weil es sind hier mehrere Leute, die auch Fragen stellen wollen. Wir wollen in Dialog kommen. Hinten im Forum warten 180 Gäste, auch natürlich, dass wir zu Ihnen sprechen. Das müssen Sie verstehen. Deswegen will ich auch jetzt gar nicht sagen, wir können hier eine Stunde bleiben, sondern wir können leider nur 20 Minuten, 25 Minuten bleiben, müssen rübergehen. Ich bitte darum um Verständnis, weil die Leute warten auch und möchten auch gerne hören, was Herr Ebling und ich zu sagen haben. Aber wir bleiben im Dialog und ich will jetzt gar nicht mehr lange sprechen, sondern das Wort übergeben. Ja, vielen Dank. Genau, dann würde ich sagen, ich gebe das Mikrofon kurz an den Herrn Ebling, Innenminister, und dann würde ich sagen, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren, dass wir an die Vortragenden kommen. Einen schönen guten Morgen, den gilt Ihnen allen bei diesem schönen Tag. Gut, dass wir uns treffen und gut, dass Sie da sind. Und Sie haben es eben von Jens Jensen gehört, es gibt noch eine Veranstaltung, aber wir kriegen das irgendwie zusammen, glaube ich, unter einen Hut. Ich will Sie alle herzlich grüßen, ich freue mich tatsächlich, dass es mit so einer und wie
anderen Orten auch gute Gelegenheit gibt, ins Gespräch zu kommen. Ich bekenne ehrlich, ich habe die letzten Wochen auch eine Menge gelernt. Das mag man mir jetzt einfach so glauben, wie ich sage, denn ich bin, ja, kann sein, es ist nie zu spät beim Lernen. Das habe ich schon in der Schule gelernt und das gilt auch fürs Leben, das gilt für uns alle. Deswegen zu spät kann es nicht sein. In Ordnung. Und trotzdem freue ich mich darüber, etwas gelernt zu haben. Deshalb etwas gelernt zu haben, weil ich in der Tat nachvollziehen kann, dass wenn die Dinge sich über Nacht verändern, dass das nicht gut ist. Und dass das natürlich auch dieses berühmte Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dem haben sich viele Proteste angeschlossen bis zum heutigen Tage. Und wenn ich Sie alle richtig verstehe, werden die weitergehen. Und ich habe dafür auch Verständnis, dass die weitergehen. Ich habe dafür Verständnis, dass man sich unter schlechten Rahmenbedingungen keine guten Gedanken für die Zukunft machen kann. Ich habe Verständnis bekommen, auch in den Gesprächen, und kann das nur zeigen, dass die Frage mehr ist als grünes Nummernschild oder Subvention, sondern wenn diejenigen, denen man vielleicht den Betrieb übergeben will, die Sorge haben, dass sie es nicht mehr packen können, weil die Rahmenbedingungen schlechter werden, dann ist das ein Thema. Ich habe verstanden, dass wir vielleicht alle als Verbraucherinnen und Verbraucher ein bisschen mehr tun sollten, als irgendwie Wohlfall darüber zu sprechen, dass die Dinge, die Qualität haben, auch ihre Preise haben, und dann anschließend uns darüber freuen, wenn uns in der Wochenzeitung das Nackensteak für 1,99 entgegenblinzelt und wir uns vielleicht auch irgendwie fragen sollten, wie soll das auf Dauer wirtschaftlich funktionieren, um Menschen und Betriebe zu ernähren. Und ich habe auch etwas darüber verstanden, dass wir sehr, sehr genau darauf achten müssen, erst recht in einem Bundesland, was 70% sozusagen, wenn man es mal statistisch betrachtet, die ländlichen Räume repräsentiert. Da findet das Leben statt und da wohnen die Menschen. Dass wir darauf achten müssen, dass die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen nicht weiter ins Wanken kommt. Weil das, was dort gemacht wird an Leistung, an betrieblicher Arbeit, an Man- und Women-Power und vor allen Dingen natürlich auch an Kulturpflege und wirtschaftlichem Erfolg, das brauchen wir auch in Zukunft. Das müssen wir sichern. Deswegen bin ich über eines zumindest an der Stelle froh. Es kommt was in Bewegung, auch bei uns, auch über Gespräch und Dialog. Die Ministerpräsidentin, und den lieben Gruß packe ich ihr noch mit ein, einen lieben Gruß von Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin wird in den nächsten Tagen ja zusammenkommen mit Ihnen und auch zum Forum einladen. Und ich bin sicher, dass es dann eine Möglichkeit gibt, das zu tun, was ich jetzt nur versucht habe, gemeinsam mit Jens Jensen zu umreißen, nämlich das berühmte Gesamtpaket. Nicht nur über ein Thema zu sprechen, sondern darüber zu reden, wie wir insgesamt Rahmenbedingungen besser machen und wie wir Perspektiven eröffnen. Das ist eine wichtige Aufgabe auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Sie haben dafür gesorgt, dass es nicht mehr von der Agenda runterkommt, sondern dass es sich da festsetzt. Und das wahrscheinlich auch nicht eher sozusagen Ruhe ist im Karton, bis da Fundamentales geklärt worden ist. Da wollen wir unsere Rolle spielen, die in Berlin, die müssen ihre Rolle spielen. Aber wir müssen auch ein bisschen drauf gucken, dass unsere Interessen dabei nicht unter die Räder kommen. Denn wir haben halt besonders viele kleinere und mittelständische Betriebe. Nicht alles, was in Deutschland unter der Überschrift Landwirtschaft steht, hat immer dann auch die gleichen Interessen. Ich glaube, auch das muss gut am Ende des Tages austariert sein, um da was Gutes hinzubekommen. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit. Ich gebe jetzt auch das Mikrofon gerne weiter. Ich sage noch mal einen herzlichen Gruß an Marco Weber. Wenn ich jetzt höre, dass er krank ist, wollen wir hoffen, dass er nicht lange krank ist, weil so einen brüllenden Löwen in Mainz, können Sie sich darauf verlassen, der ist da gut eingesetzt. Vielleicht ist er heiser und dann kommt er wieder zu alter Stärke und dann werden wir wieder hören. Also gute Besserung an der Stelle noch mal an ihn. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Ebling, für die einleitenden Worte. Der Michael Haupris wird jetzt hier sein Anliegen vortragen und es wäre gut, wenn Sie dann direkt auf seine Fragen antworten könnten und nicht abschweifen. Bitte. Also, klare Ansage hier. Da kriegt die Polizei auch Anweisungen über die Rohrstoffe gerade. Ja, sehr geehrter Herr Innenminister Ebling, sehr geehrter Herr Jensen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie heute Morgen zu uns sprechen. Mein Name ist Michael Haubrichs, 31 Jahre alt und Landwirt im Nebenerwerb mit Tierhaltung und ganzjähriger Weidehaltung. Muss man mal besonders hervorheben, dafür gibt es kein Tierwohl-Label. Das kann ich nicht machen, Leute. Ich habe meinen Betrieb 2015 neu gegründet
komplett neu angefangen und bewirtschafte derzeit rund 25 Hektar Grün- und Weideland. Ich vermarkte mein Fleisch selbst und regional. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist in Rheinland-Pfalz seit 1960 um 52,5% zurückgegangen. Die landwirtschaftliche Gesamtfläche jedoch nahezu gleich geblieben. Die Anzahl der Betriebe im Nebenerwerb nimmt deutlich ab. Kurz zur Erklärung, Nebenerwerb sind Betriebe, die nach einem Vollzeitjob als Hobby noch Landwirtschaft betreiben und in ihrer Freizeit hochwertige Lebensmittel produzieren. Die Nebenerwerbsbetriebe sind ein wichtiger Bestandteil der Landwirtschaft. Ohne diese geht es nicht. Ohne diese bekommen wir die Leute nicht satt. Aus heutiger Sicht bin ich mir jedoch nicht mehr sicher, ob ich damals eine gute Entscheidung getroffen habe, um meine Freizeit der Landwirtschaft zu widmen. Anstatt die Zeit bei meinen Tieren zu verbringen, bearbeite ich Anträge, führe Listen, verbringe einen Großteil der Zeit damit, mich mit den behördlichen Auflagen und Vorschriften zu befassen. Davon wird kein Tier und kein Mensch satt. Es kann nicht sein, dass ein Nebenerwerbslandwirt oder die Landwirtschaft generell mehr am Schreibtisch sitzt und den Vorschriften Irrsinn zu bearbeiten, als um seine Tiere zu kümmern. Nun meine konkrete Frage an Sie, die angekündigte Entlastung der Bürokratie. Wie wird sich diese in der Landwirtschaft bemerkbar machen? Bürokratieabbau wird uns ja schon seit Jahren versprochen. Doch wir erfahren, zwei Vorschriften lösen eine Vorschrift ab. Jetzt gebe ich das Mikrofon zu Ihnen und erwarte mal eine kurze, kompakte und vor allen Dingen umfassende Antwort. Ja, wie viel Zeit haben Sie denn mitgebracht heute Morgen? Ja. Wir haben Zeit. Gut, jetzt haben Sie natürlich den Landwirtschaftsexperten schlechthin ans Mikrofon geholt, das ist ja klar. Ich will Ihnen zwei Sachen sagen, weil ich soll es kurz machen. Das erste ist, wir verschlucken uns alle inzwischen an der Bürokratie. Und deswegen glaube ich, ist tatsächlich eine gute Zeit, darüber zu reden. Es ist deshalb auch eine gute Zeit, darüber zu reden, weil wir in Zeiten der Fachkräftebedarfe überhaupt nicht mehr die Menschen haben, die all das noch in Zukunft bearbeiten müssen. Wir müssen uns vielmehr die Frage stellen, auf was konzentrieren wir uns und was ist wichtig. Und ich glaube, ein Grundsatz, den könnten wir in Deutschland wieder lernen, etwas mutiger zu werden in den Entscheidungen und die entscheiden zu lassen, die es am besten können. Und das gilt für kommunale Entscheidungen, da habe ich einen Einfluss wirklich drauf. Das gilt für das Selbstverständnis auch untereinander und das gilt dann vielleicht für uns alle, dass wir auch mal ertragen, dass was falsch entschieden wird. Aber manchmal ist das nicht so schlimm, wie dass wir uns gegenseitig fünffach kontrollieren in der Hoffnung, dass es dann immer besser wird. Es wird nicht besser, es wird schwerer. Also insofern runter mit der Bürokratie, aber nicht nur in der Landwirtschaft, hoffe ich, sondern wir haben noch ein paar andere Bereiche. Und das Wichtigste wäre, dass Sie mit den Veränderungen, die greifen und mit dem, was angestoßen ist, ich sage das nochmal, ich empfinde das so, das mag für Sie es ungenügend sein, dass es sich nicht alles gleich geändert hat oder wie es sich ändern soll, das weiß ich auch nicht immer im Detail, aber Sie haben was angestoßen mit den Protesten und da ist eine Bewegung drin und ich bin davon überzeugt oder ich würde mir wünschen, dass das zu einem Ergebnis führt, wo Sie mit erkennbar jungen Jahren anschließend sagen, ich habe mich richtig entschieden, weil die Rahmenbedingungen sind besser geworden. Ich finde, das muss unser Ziel sein. Ja, man holt die Fachkräfte nach Berlin. Ja, vielen Dank. Ich will auch das nur noch mal betonen. Die Bürokratie ist in ganz vielen Bereichen ein riesiges Problem dann geworden, dass noch was geregelt wird. Aber das wird natürlich nicht geregelt, weil jemand was Böses will, was kompliziert macht, sondern weil Leute nachdenken, überlegen, wie kann man es ganz sicher hinkriegen, dass auch nichts schief geht. Und dann hat man am Ende Riesenstapel und es geht uns in der Politik ganz genau wie allen anderen. Ich lese was und denke, ich verstehe es einfach nicht. Es ist mir zu kompliziert geworden. Aber der ganz konkrete Punkt, wie man dagegen angeht, ist eben die Punkte auch ganz konkret zu benennen, weil ich glaube, das eint den Marco Weber wie mich auch und den Michael Ebling in Mainz auch, dass man sagt, was ist es ganz konkret? Wir müssen es konkret runterbrechen, um es zu vereinfachen, weil der Wille eint uns in der Politik. Da bin ich auf jeden Fall sicher. Wir müssen nur schauen, dass wir dann ganz konkret sagen, das hier ist zu viel und da müssen wir im Gespräch bleiben und da bin ich offen mit dem Marco Weber zusammen, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir ganz konkret sagen, das ist zu viel, da müssen wir es vereinfachen und dafür setze ich mich auch ein. Das kann ich versprechen. Verhaltener Applaus.
Ja, vielen Dank, Herr Jensen bzw. Herr Ebling. Wie gesagt, hier sind ja genug Zeugen jetzt mit dabei, die das alle gehört haben. Ich bin mal gespannt, ob dann wirklich auch was passiert. Aber ein bisschen Hoffnung habe ich noch, dass sich vielleicht doch was tut. Als nächstes kommt Janina Weins, auch Landwirtin hier aus dem Kreis Dauen. Ja, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Janina Weins, ich bin 25 Jahre alt, Agrarstudentin in Bonn und habe mich vor 10 Jahren auf einen landwirtschaftlichen Betrieb verliebt. Dort habe ich auch neben meinem Freund die Liebe zur Landwirtschaft kennengelernt und habe auch immer mehr Verantwortung übernommen. Wir haben 120 Milchkühe, eigene Nachzucht, ein Hühnermobil und so einige Hobbytiere. Wir leisten schon heute einen großen Beitrag zum Tierschutz, Umweltschutz und allem, was nach Meinung der Politikern halt noch so zu schützen ist. Und dabei, wie Michael schon sagte, dokumentieren wir uns dumm und dämlich. Wir bewirtschaften rund 150 Hektar Eifler Land, das seit Generationen beackert wird und das aufgrund der Bodenstruktur und des Klimas schwieriger zu bewirtschaften ist als in vielen anderen Regionen. Außerdem vermarkten wir seit einigen Jahren unsere Produkte im Hofladen. Regionaler und nachhaltiger geht es nicht. Wir wollen 2024 den Betrieb von meinen Schwiegereltern übernehmen. Nach 27 Jahren nagt der Zahn der Zeit an Material und Technik. Wir wollen ca. 500.000 Euro investieren, um weiterhin wirtschaftlich arbeiten zu können. Aber es bereitet mir ehrlich gesagt Bauchschmerzen, so eine Verbindlichkeit einzugehen, ohne das Wissen, ob ich die nächsten 20 Jahre überhaupt noch davon leben kann. Auch wenn es mir das Herz brechen würde, steht aktuell die Frage nach dem Aufgeben im Raum. Ich weiß, dass wir alle hier nicht die erste Generation sein wollen, die unsere Länder und Höfe nicht an die nachfolgende Generation übergeben können. Am 18. Januar hat sich die SPD bei der namentlichen Abstimmung zur Entlastung der Landwirtschaft mit über 92% gegen die Vorschläge der Unionsfraktion entschieden. Wie sehen Sie konkret die Zukunft in der Landwirtschaft und was würden Sie Hofübernehmern raten? Ja, das ist eine gute Frage. Da sind wir auf die Antwort sehr gespannt. Also erst einmal freue ich mich für das, was jetzt auch bei den beiden Vorrednern dargestellt wird. Das zeigt, wie stark wir aufgestellt sind hier in der Vulkaneifel. Ich finde das tolle Beispiele und da kann ich auch nur sagen, ich will das unterstützen. Ich bin auch kein Landwirtschaftsexperte, aber ich bin bereit, mich eben in diese ganzen Probleme auch reinzudenken und dafür zu streiten. Und ich will, dass Sie die Hoffnung haben und auch den Mut, den Hof weiterzuführen, diese Investition zu haben. Und dass wir uns dafür einsetzen, dass eine Planungssicherheit da ist, dass eine wirkliche Planungssicherheit für die nächsten Jahre da ist, auf die Sie sich verlassen können und die eben auch zeigt, welche vielfältigen neuen Aufgaben vom Tierschutz und von auch Umweltaufgaben Sie haben, dass Sie die auch mit erfüllen können. Und dafür kann ich mich einsetzen. Das werde ich in Mainz tun. Und ich bin natürlich auch im Gespräch mit Abgeordneten in Berlin, aber ich kann nicht für die natürlich jetzt 1:1 sprechen. Also ich bin dafür, dass Liebesgeschichten immer positiv ausgehen. Was anderes verkrafte ich auch nicht. Mir wäre wichtig, und das ist mein Eindruck, den ich aus den letzten Tagen und Wochen doch auch mitnehme. Sie sind doch nicht hier, auch heute Morgen nicht, um aufzugeben. Sie sind hier, um zu kämpfen und das tun Sie. Sie tun es mit allem, was Ihnen zur Verfügung steht. Sie tun es mit all den Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie tun es friedlich und das ist klasse. Aber Sie machen es auch so lautstark, dass doch jetzt was in Bewegung kommt. Und wie es immer ist im Übrigen, um eine Ernte vorwegzunehmen. Es wird nicht 100% Forderung am Ende funktionieren. Ich hoffe, das wissen wir auch. Ich weiß, der Kompromiss ist immer ein bisschen verfemt. Aber irgendwo kommt jetzt was in Bewegung. Und jetzt muss man gucken, dass Sie den Ball in der Luft halten, dass das, was wir hier gerade vertreten, repräsentieren miteinander, dass wir nicht auch nicht müde werden, sondern dass wir uns da einspannen lassen und dass wir am Ende das gemeinsame Interesse haben, dass Sie Planungssicherheit bekommen für die Zukunft und dass es damit auch bei Ihnen weitergeht und Sie dann hoffentlich gut begründet, das ist nicht ein Wunsch, den ich jetzt fromm äußere, sondern ich glaube, das ist ein gemeinsames Ziel, Sie gut begründet sagen können, ja, ich kann diese Investition wagen,
weil ich habe die Zuversicht, dass es gut wird. Wir haben ein gemeinsames Interesse, dass es gut wird. Wir haben kein Interesse, dass Sie, weder im Konkret noch Sie sonst, Ihren Hof aufgeben und dass Sie es an die Feder stecken. Ja, die Welt ist eine andere geworden, aber trotzdem, die Notwendigkeit, die Wichtigkeit, die Bedeutung, sei es Lebensmittelproduktion, sei es eben Kultur und sei es Landschaftspflege, die bleibt bestehen und die ersetzt auch nicht KI oder was es sonst noch an Veränderungen in unserer Gesellschaft gibt, sondern das wird nur am Ende durch Landwirte gemacht werden können und es wird am Ende nur durch Landwirte auch gestaltet werden können. Deswegen haben wir ein Interesse, dass Sie diese guten Rahmenbedingungen bekommen. Und das wünsche ich Ihnen nicht nur, sondern ja, im Rahmen dessen, was wir können, wollen wir da einen Beitrag dazu leisten. Investieren Sie. Ja, und dann habt ihr was davon, ne? Ja, Herr Jensen, Sie haben gesagt, Sie sind noch kein Landwirtschaftsexperte. Ich mache das ganz spontan. Ich lade Sie ein. Ohne Presse, ohne Medien. Sie laufen einen Tag mit mir als Praktikant mit. Geil. Und ich zeige Ihnen die Landwirtschaft einfach. Ja, also, das ist eine Ansage. Da sind wir mal gespannt, was da kommt. Vielen, vielen Dank für das Angebot, das ich sehr, sehr gerne annehme. Okay, das ist mein Wort. Ja, vielen Dank nochmal für die Stellungnahme. Aber eins möchte ich Ihnen auch noch mit auf den Weg geben. Rahmenbedingungen gab es schon immer, auch vor 20, 30 Jahren. Gab es auch immer schon Rahmenbedingungen, bei unseren Vätern auch. Bloß damals, zu der Zeit, waren die Rahmenbedingungen 10, 15, 20 Jahre lang stabil. Jetzt ist es so, wenn es jetzt Rahmenbedingungen gibt, die sind ein Jahr oder anderthalb, zwei Jahre gültig und dann wird wieder alles über den Haufen geworfen. Das, was vor zwei Jahren gut war, ist dann auf einmal wieder schlecht. Und das darf nicht mehr der Fall sein. Als nächstes kommt der Herr René Esser ans Mikrofon. Sehr geehrter Herr Minister Ebling, sehr geehrter Herr Jensen, mein Name ist René Esser und ich bin angehender Junglandwirt. Und um die Hofnachfolge zu sichern, habe ich mich vor 6 Monaten dazu entschieden, einen gut bezahlten Job mit geregelter 40-Stunden-Woche und Ausgleich der Überstunden in Freizeit aufzugeben, um einen seit 5 Generationen bestehenden Hof fortzuführen. Als studierter Betriebswirt möchte ich allerdings einleiten, eine Lanze für alle Selbstständigen und den gesamten Mittelstand brechen. Wir sind doch diejenigen, die unser Land am Laufen halten, oder? Definitiv. Denn nicht nur wir Landwirte arbeiten seit mehr als 40 Stunden die Woche, auch die Bäckermeister, Handwerksmeister und alle Selbstständigen würden sich über eine 40-Stunden-Woche freuen. Jeder von uns weiß, wenn die Arbeit anfällt, kann man sie nicht einfach verschieben. Stattdessen werden häufig Verabredungen verschoben, Freizeitbeschäftigungen abgesagt oder die Familie leidet unter der täglichen Arbeitszeit. Mindestlohn ist doch für uns nur ein Fremdwort. Wir alle sind nicht hier, um für eine 35-Stunden-Woche zu demonstrieren. Wir haben uns selber dazu entschieden, diese Jobs zu machen und wir wollen sie auch machen. Wir wollen sie aber nicht machen, wenn uns die Politik jedes Jahr immer weitere Auflagen aufbürgt und die Handfesseln immer weiter andrückt. Jetzt sagt sich jeder, der sich mit einem Unternehmertum nicht hineinversetzen kann, ja, selbst schuld, am Anfang stand die Berufswahl. Ja, recht hat er. Aber wir machen das ja gerne. Wir tragen das unternehmerische Risiko, bedeutet, wenn es dem Betrieb gut geht, geht es uns auch gut. Es kann aber auch sein, dass wir das ganze Jahr lang arbeiten und am Ende des Jahres Geld dazu packen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die meisten Leute vergessen, dass wir alles Einzelunternehmer sind. Wir haften mit unserem Privatvermögen für alle Verbindlichkeiten, die unsere Firma anhäuft. Was hält uns denn bei der Arbeit? Die Verantwortung unserer Angestellten gegenüber. Und ich möchte nicht der Erste sein, der nach 5 Generationen den Betrieb an die Wand fährt. Was generieren wir denn jeden Tag? Und das muss man doch mal ehrlich sagen. Jede Menge Steuern. Und dies führt mich auch zu meiner Frage. Wäre es nicht mal an der Zeit, dieses hart erarbeitete Steuergeld für die Belange der deutschen Bürger einzusetzen? Ja.
Denn es fällt schon auf. Infrastruktur, marode. Deutsche Bahn, Investitionsstau in Milliardenhöhe. Bildung für unsere Kinder wird vollkommen überbewertet. PISA, durchgefallen. Die Infrastruktur, ja, gehen Sie doch mal in die Schule und gucken sich die Schulen an. Rentner, die 45 Jahre gearbeitet haben, dürfen als Dank bei der Tafel Bettel gehen. Also nochmal die Frage an Sie beide. Wann wird das ganze Steuergeld nochmal sinnvoll für die deutschen Bürger eingesetzt? Danke. Ich würde diesem Schwarzmalen nicht folgen wollen. Oh. Wir haben die Schnauze voll. Die Ampel wollte weg. Das kann jeder aber ziemlich schnell. Lieber gestern wie heute. Ich kenne das Schwarzbuch, aber das war nicht die Frage. Ja, aber das ist die Frage, die Menschen hier interessiert. Aber das war nicht meine, das war auch nicht die Antwort auf die Frage. Ich finde, wir können über Bildungspolitik reden, gerne. Gerne auch in Rheinland-Pfalz, gerne auch darüber, dass in Rheinland-Pfalz der Bildungserfolg entkoppelt wurde von der sozialen Herkunft und dass das ein Fortschritt ist. Wir können auch gerne darüber sprechen, dass wir in Rheinland-Pfalz Steuergeld dafür einsetzen, dass wir Gebührenfreiheit haben, dass junge Familien nicht 300 oder 400 Euro im Monat bezahlen müssen für Gebühren. Und ich finde, das muss sich nicht schämen und deswegen muss man sich so dahinstellen, als würde die Steuer, ich weiß nicht wo, verschwinden, sondern sie wird eingesetzt in unseren Schulen und für unsere Kinder und das kann man auch gut dort nachvollziehen. Und wir gehen aufs Amt, dann müssen wir... Das Beist gerade dabei ist, aber gerade darüber gesprochen... dass auch die Jungen, die hier stehen, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs sind, im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen, nicht 6.000 Euro im Jahr an Kita-Gebühren bezahlen müssen, sondern dass eine bewusste Entscheidung war, Steuergeld dafür einzusetzen, Bildung und Bildungsbiografien von jungen Kindern zu stärken. Das war ein rheinland-pfälzischer Weg, der ist sehr erfolgreich und deswegen finde ich gut eingesetztes Steuergeld an dieser Stelle für die Bildungspolitik, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Und insofern... sage ich noch einmal, finde ich diese Darstellung etwas einseitig und kann mit der Frage alleine, wann wird das für deutsche Bürgerinnen und Bürger eingesetzt, insofern nicht so ganz etwas nehmen. Wir nehmen auch Geld dafür in die Hand, um zum Beispiel Ukraine zu verteidigen. Das sind dann nicht deutsche Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Aber ich finde es richtig, dass wir auch wieder in die Fragen von Sicherheitspolitik und Wehrtüchtigkeit investieren. Weil diese Frage sich nun mal leider stellt. Nicht, weil deutsche Politik sie erfunden hat, sondern weil es eine Aggression von Russland gibt, die einen Teil unserer Freiheit bedroht. Und deswegen sind das auch Investitionen, die man machen muss. Also man sieht, man hat eine ganze Menge an Aufgaben. Und nochmal in der Conclusio, deswegen finde ich diese Frage einfach zu kurz gestellt. Baut man lieber das Ahrtal auf! Ja. Und das Ahrtal, dafür stellen wir auch 15 Milliarden zur Verfügung und deshalb bauen wir es auch konsequent ab. Dann bringen Sie es auf die Straße. Bringen Sie das Geld zu den Menschen und entschuldigen Sie sich an jedem Haus für Ihr Versagen vor, während und nach der Bürgerkatastrophe. Wir haben hier Politiker stehen, die sich bereit erklärt haben, sich der Diskussion zu stellen. Ja, aber wir sollten sie ausreden lassen und Quillen nutzt hier gar nichts, damit kommen wir nicht weiter. Vielen Dank. Im Ahrtal warten seit Monaten die Leute auf Geld. Da liegen die Baustellen still, weil die Kohle nicht kommt. So, jetzt habe ich ein Mikrofon. Genau. So, da sind die wieder aufverhelfen, die nicht überall ankommen. Ja. Wir warten seit 5 Monaten auf das nächste Geld. Die Baustelle liegt im Dreck. Richtig, genau das. Wir möchten gerne weitermachen im Programm, denn unsere Zeit ist begrenzt. Ich würde gerne das Mikrofon den unseren Ehrenvorsitzenden Leo Blum übergeben. Der möchte gerne auch noch Einwendungen bzw. auch als erfahrener Landwirt hier sprechen und uns auch noch einiges mitteilen. Ja, schönen Dank, Herr Reif, aktiver Landwirt, eher schon Rentner heute.
Und ich bin natürlich froh, dass ich heute hier dabei sein kann und auch zu Ihnen sprechen kann. Denn ich habe 50 Jahre Demonstrationserfahrung für die Bauern. Für die Bauern. Und deswegen bin ich auch stolz darauf, dass unser Bauernverband und hier der Kreisbauernverband, aber auch die Nachbarbauernverbände in den letzten 2, 3, 4 Wochen so viel auf die Beine gestellt haben. Auch das war nur möglich, weil eine große Solidarität auch unter den Bauern, aber auch unter den Mitbevölkerung vorhanden ist, die sagen, so wie es jetzt bei dieser Bundesregierung nach 2 Jahren läuft, kann es nicht weitergehen. Da muss eine Änderung herbeikommen. Und Es geht nicht nur um die Bauern, es geht um das Handwerk, um den Mittelstand. All diese Dinge, die nach dem Krieg, als Deutschland 45 im Boden lag, das Land wieder aufgebaut haben, zu einer Stärke, zur viertstärksten Wirtschaftsmacht der Welt. Heute, nach 2 Jahren, sind wir auf dem Abstieg. Ich war früher immer stolz, wenn ich unterwegs war, in einem anderen Land und konnte sagen, ich bin Deutscher. Heute muss man sich fast schämen zu sagen, ich bin Deutscher. Made in Germany. Ich sage auch an die Politik, Herr Minister Oebling und auch an Herrn Jensen, wir haben in Deutschland kein steuerliches Problem. Wir haben kein Problem der Einnahmen, wir haben ein Ausgabenproblem. Es werden falsche Schwerpunkte gesetzt. Wahre Worte. Und das wissen wir doch alle, es redet nur keiner drüber. Dann wird darüber philosophiert, zu entbürokratisieren. Ich mache Ihnen mal einen guten Vorschlag, Herr Minister. Sie reden alle von der Entbürokratisierung. Wir warten darauf. Wir reden über das Thema Agrardieselsteuerrückerstattung. Da gebe ich einen Vorschlag, den mache ich Ihnen heute mal. Dann lassen Sie uns wie in Belgien und in Luxemburg die Bauern mit Heizöl fahren. Dann brauchen wir diese komplizierten Agrardieselrückerstattungen nicht mehr zu machen. Wir sparen Personal und wir sparen Arbeit und wir haben einen guten Teil weniger Bürokratie. Das wäre ein konkreter Vorschlag, wie man auch für uns in den nächsten Jahren einiges auf den Weg bringen könnte. Das würde Geld sparen, Bürokratie einsparen und wir wären auf einem guten Weg. Also ich wünsche mir, Herr Minister, dass Sie auch, man hört die Worte ja gerne, das gilt aber auch für alle Politiker, dass Sie im konkreten Fall dann sich auch demnach verhalten, konkret danach verhalten. Es hätte die Möglichkeit gegeben, alle unsere Abgeordneten bei der Abstimmung des Bundeshaushaltes gegen diesen Haushaltsansatz 10 zu stimmen. Es hat im Grunde von der Koalition keiner gemacht. Wir könnten auch sagen, Herr Minister, der Bundesrat muss diesem Haushalt ja auch noch zustimmen. Auch da könnten sich einige Bundesländer der Stimme enthalten oder dagegen stimmen. Auch da erwarte ich nicht den großen Wort. Also insofern, ich weiß, es ist nicht einfach, Politik zu machen. Aber wir sollten dann aber auch so redlich sein und sagen, das geht oder es geht nicht. Und es gibt viele Dinge, ob es jetzt Bürgergeld ist oder Entwicklungshilfe oder all diese Dinge, da kann man drüber reden. Da sollte man dran gehen. Aber da, wo es um Wettbewerb geht, um den ganz wichtigen Berufsstand, Landwirtschaft, aber das gilt auch für das Handwerk, das gilt für viele, Güterverkehr, alle die Bereiche, die jetzt besonders stark getroffen sind, dass man da versucht, auch die im Wettbewerb bestehen zu lassen, bestehen zu können. Das ist unser Wunsch und das möchte ich Ihnen heute mit auf den Weg geben. Schönen Dank. Ja, hier meine Worte. Und zum Ahrtal, ich werde euch das Ahrtal gleich mal zeigen, wie es ausschaut. Da fahren wir nämlich nachher hin. So. Wir haben gerade eben besprochen, Sie haben es gehört, es gibt noch auch Gäste, die sind auch gekommen. Und ich finde, die haben, also es muss ich ein bisschen die Waage halten. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal dazu etwas auch kurz sagen. Wir haben die Woche im Landtag, und das nehme ich genauso mit, und deswegen gebe ich es auch gerne wieder, eine, sage ich mal, große und auch wichtige und mit vielen Facetten geprägte Debatte gehabt um die Fragen der Proteste, der Situation der Landwirtschaft, der Rolle von ländlichem Raum und Ähnlichem mehr. Und die zuständige Kollegin Daniela Schmidt hat eines deutlich gemacht, und ich gebe das auch gerne genauso wieder, weil das die Linie auch des Landes, der Landesregierung ist.
Wir sind mit dem jetzigen Stand dort, wo wir stehen, auch mit dem ersten, in Anführungszeichen, Bewegen und Kompromiss nicht einverstanden. Und wir akzeptieren das auch nicht. Das ist unsere Haltung auch als Landesregierung. Insofern gehen wir mit offenem Visier auch in die Diskussion mit dem Bund, um andere, bessere, verbesserte Lösungen zu bekommen und gehen mit offenem Visier auch auf die Verbände, auf die Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschaft zu, holen sie zusammen, ich glaube, das passiert jetzt Anfang Februar, und reden darüber, wie wir dauerhaft einfach die Rahmenbedingungen verändern können. Da wird das eine Rolle spielen, was Beispiele sind zur Entbürokratisierung, aber das, was wir hier jetzt eben auch nochmal sehr anschaulich, wie ich finde, gehört haben, also für mich auch anschaulich gehört haben, nämlich, dass es hier welche gibt, die würden gern zupacken, die wollen aber das klare Signal, dass sie eine verlässliche, planbare Zukunft bekommen. Und das wird das Ziel sein, dass wir darum auch streiten. Also nochmal, wir sind weder mit dem einverstanden, was der jetzige Stand ist, was wir aus Berlin hören. Und das wird auch die Linie bleiben, dass wir erst dann zufrieden sind, wenn wir mitbekommen, dass sich die Rahmenbedingungen nachhaltig, würde man jetzt an der Stelle, verbessern. Dass wir nicht nur über das reden, was an der Oberfläche sich bewegt, mit dem Thema auch Kfz oder anderen Steuerbelastungen, sondern dass wir insgesamt darüber reden müssen, wie wir die Perspektive für den ländlichen Räume und auch für die Landwirtschaft verbessern und sichern können. Und das wird der Blickwinkel sein. Und deswegen sagen wir auch nicht, es ist alles okay, sondern ganz im Gegenteil, wir stehen erst am Anfang eines noch wahrscheinlich auch längeren Prozesses. Vielen Dank. Jetzt wird Herr Manfred Zeller wird Ihnen auch noch ein paar Themen mitgeben für nach Mainz. Ja, vielen Dank. Ich erlaube es mir in Vertretung von unserem Präsidenten Michael Hopper zwei Punkte zu sagen, Herr Minister, und ich bitte Sie sehr, diese Punkte mitzunehmen. Die sind wichtig. Erstens, wir geben nicht auf. Unsere Forderung, unsere Forderung zu viel bezahlte Steuern bitte an uns zurückerstatten, bleibt bestehen. Wir werden diese Forderung auch mit weiteren Forderungen in den nächsten Tagen garnieren und wir werden am 31. Januar einen bundesweiten Aktionstag nochmal gestalten, um klar und deutlich zu sagen, dass wir nicht aufhören, friedlich und demokratisch unsere Proteste halt eben darzulegen. Der zweite Punkt. Die Politik hat bis heute noch nicht begriffen, dass Agrardiesel nur der Anlass ist für viele Ungereimtheiten, die wir politisch halt eben hinnehmen müssen. Es geht auch um den ländlichen Raum. Es geht um Gewerbe, es geht um Lohnunternehmer, es geht um Transportunternehmen, es geht um Handwerk, nicht nur um Bauern und Winzer. Es geht um den ländlichen Raum. Hat denn noch keiner in der Politik begriffen, dass der Pendler, der von irgendeinem Dorf in die Kreisstadt pendeln muss, um seinen Arbeitsplatz wahrzunehmen, dass eine junge Familie dafür 1200, 1300 Euro im Jahr da hinlegen muss, um die Pauschalen, um halt eben die Maut und vielleicht auch die CO2-Bepreisung abzugelten. Aber gleichzeitig derjenige in der Stadtbevölkerung, sagen wir mal in Berlin, mit einem 49-Euro-Ticket locker und billig davonkommt. Das ist nicht in Ordnung. Nehmen Sie bitte diese beiden kurzen Punkte mit, vor allen Dingen mit zu Ihrer Ministerpräsidentin Dreyer. Wir sind ein bisschen von ihr enttäuscht. Nein, nicht ein bisschen, wir sind sehr viel von ihr enttäuscht. Wir Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Während andere Landeschefs klare Positionen beziehen, eiert sie darum. Vielen Dank. Ja, das kennen wir schon aus der Fußballerschule. Also ich möchte auf einen ganz kurzen Punkt reagieren und sagen, doch in der Politik haben wir verstanden, dass es nicht nur um den Agrardiesel geht. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Es geht um die gleichwertigen Lebensverhältnisse im ländlichen Raum. Das hat der Michael Ebling deutlich gemacht. Das ist meine Motivation. Dafür werde ich mich hier einsetzen und das kann ich auch versprechen. Und das tue ich weitaus mehr als über diese jetzige Frage, sondern überhaupt über die Frage der Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft. Und ich freue mich auch, dass der Michael Ebling nochmal für die Landesregierung deutlich gemacht hat,
gemacht hat, dass wir mit den jetzigen Situationen nicht zufrieden sind. Und deswegen bin ich froh, dass wir hier den Austausch haben. Der wird nicht der letzte Austausch sein. Und ich bleibe gerne im Gespräch, weil ich möchte an Ihrer Seite stehen. Ich möchte dafür eintreten, dass das hier gestärkt wird und dass hier eine Zukunftsperspektive ist. Und deswegen bedanke ich mich nochmal für die Gelegenheit und wünsche ein schönes Wochenende und alles Gute. Vielen Dank, Herr Jensen. Ich werde kurz noch ein paar Worte sagen. Und Herr Ebling, warten Sie noch einen Moment. Wir haben es jetzt hier gehört, auch von den Junglandwirten Michael Haupris und Janina Weins, sowie auch von dem Herr Esser, der jetzt auch einen Betrieb übernimmt. Ich sage Ihnen nur eins, Herr Jensen und Herr Ebling, bitte tun Sie mir den Gefallen, holen Sie diese Vorträge, diese Argumentation auch von Leo Blum, was er gerade gesagt hat, in Richtung Gasöl-Einsatz in der Landwirtschaft, holen Sie das bitte mit in die Politik. Sagen Sie den Politikern, die fernab der Realität Politik machen, in Mainz oder in Berlin, sagen Sie bitte, die sollen hier hinkommen aufs Land, die sind herzlich eingeladen, es gibt genügend Betriebe hier in allen möglichen Kreisen, wo sie sich im Prinzip informieren können, angucken können. Regionalität haben wir gehört. Wir haben das gehört, Planungssicherheit, Rahmenbedingungen. Die Schlagworte sind gefallen. Ich muss nicht mal wieder alles wiederholen. Aber bitte tun Sie mir einen Gefallen. Holen Sie die Argumente mit. Setzen Sie sich für die Landwirte ein. Die Landwirte werden nicht aufgeben. Das sage ich Ihnen. Die werden weitermachen. Der Mittelstand wird auch mit weitermachen, die werden mit auf die Straße gehen. Richtig. Wir werden alle hinter uns stehen haben. So schaut's aus. Aufgeben ist keine Option. Und abschließend auch nochmal, Landwirtschaft ist ein Generationsgeschäft, Generationsunternehmen. Betriebe, die einmal verschlossen sind, Betriebe, die einmal aufgehört haben, die werden nie wieder aufgemacht, die werden nie wieder von irgendjemandem fortgeführt werden. Das heißt, denken Sie darüber nach, alle Politiker, auch Sie, holen Sie es bitte mit nach Mainz. Die Landwirtschaft, die kann nicht hier so in die Ecke gedrängt werden und auch überall gekürzt werden. Das geht auf gar keinen Fall. Und wenn die Landwirte sind Unternehmer, wenn die Landwirtschaft nicht mehr da ist, dann wird Ihnen noch einiges an Steuergeldern fehlen. Das sage ich Ihnen. Abschließend noch ganz kurz. Ich möchte noch danken dem Stadtbürgermeister Friedhelm Mader, dass du dich wieder hier eingesetzt hast für den Platz, für den Marktplatz. Vielen, vielen Dank nochmal für die gute Zusammenarbeit auch mit der Polizei, mit dem Ordnungsamt. Das hat auch wieder super funktioniert, reibungslos funktioniert, muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Danke auch an Peter Hutsch und Rebecca Stolz, die es hier auch auf die Schnelle mit organisiert haben. Auch die Organisatoren in den WhatsApp-Gruppen, die hier fleißig mitgemacht haben. Genau, und wie gesagt, hier Tibor Schadi macht hier eine absolute Live-Übertragung. Social Media, im Internet überall. Schauen Sie auf seiner Seite vorbei, lassen Sie ihm ein Like da. Und wie gesagt, jeder kann sich das hier dann auch nochmal angucken im Nachgang oder Leute, die jetzt nicht dabei waren. Dann darf ich Ihnen noch einen schönen Sonntag wünschen und wie gesagt, eine schöne Zeit und viel Glück in den Betrieben zu Hause und wir machen weiter, definitiv. So, das verteilen wir hier noch die Visitenkarten überall. Also, da gab es lobende Worte auch von der Bühne. Das freut mich natürlich sehr. Das ist schön. Also, wir sind hier live immer noch in Down. Und ja, schauen wir mal, ob der Innenminister mit uns sprechen möchte. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber wie wir mich kennen. Wenn wir das jetzt auf einmal probieren. Genau, richtig. So, dann gehen wir mal hin. So, Herr Ebling, stehen Sie auch noch bereit für ein Interview? Herr Ebling. Nein, ich bin jetzt überfällig. Der Herr Ebling ist überfällig. Also, dann kümmert er sich sicherlich jetzt ums Ahrtal. Schade eigentlich, aber da läuft der Mann mit dem schwarzen Buch noch hinterher hier. Sehr schön. Also, nichts,
Anderes. Wir haben jetzt mehrfach darüber gesprochen. Das reicht jetzt. Aber der Gott hat ja abgelehnt. Und ich habe es gesagt, es reicht. So, und der Hund ist immer noch da im Moment. Siehst du, wie schön der Hund dort ausschaut. Mit der Deutschlandbahn, mit allem drum und dran. Es reicht. So. Also, so viel zu dem Thema hier. Und wir gehen jetzt gleich mal nach vorne und führen mal ein Interview und fragen mal, ja, wie es für die Leute auf der Bühne war. Also, da holen wir uns jetzt gleich nochmal den einen oder anderen. Ja, so schaut es aus hier. Hier, der hat es nicht entgegengenommen. Das ist doch unvorstellbar. Darf ich die filmen? Also, erzählen Sie mal gerade, das Buch wurde nicht entgegengenommen. Ich habe das Schwarzbuch angefordert unter schwarzbuch.de zur Übergabe an den Innenminister und er hat gesagt, er kennt das, das ist die aktuelle Ausgabe und er hat es abgelehnt. Das ist unvorstellbar. Ich habe hier Fachartikel. Da geht es um Realitätsverweigerung und Kontrollverlust. Ich hätte eine Audienz gehabt am Donnerstag bei der Gieselking zum gleichen Thema. Das ist gecancelt worden, weil sie musste nach Michelbach. Würden Sie mir das Buch geben? Ich werde ihn öfter noch mal sehen und probiere ihm das dann zu geben. Und das auch hier. Ich nehme das hier entgegen. Und das nehmen Sie auch mit. Das sind alle Fachartikel. Gerne. Umgang mit wehrfähigen Ukrainern. Schau, das ist unvorstellbar. Wir filmen da gerade mal rein. Hier. Machen wir es mal gerade einmal auf. Hier. So. Also, wir haben das Schwarzbuch schon mal in der Hand. Ich nehme das andere auch mal entgegen. Alles mit, genau. Wir reden nochmal zusammen. Ja, bis gleich. Also, ja, ich komme nochmal wieder. Ja. Wir sind noch live gerade. Ja, morgen. Moin, hi. Ich weiß nicht, ob das für dich vielleicht auch interessant ist. Hier unten findet der zeitgleich noch... Muss ich ein bisschen lauter, ja. Hier findet gerade noch zeitgleich noch eine Demonstration. Die zweite... Von der Bevölkerung des Dorfes. Genau. Mag uns mal mitnehmen, was ist in dem Dorf passiert? Ich weiß es zwar, aber mal in deinen Worten formuliert. Ja, das kleine Dorf Michelbach mit knapp 89 Einwohnern, wo die Bewohner des Ortes eigentlich gar nicht informiert wurden. Ein bisschen lauter, sonst versteht man dich nicht. Ja. Die Bewohner wurden eigentlich fast gar nicht oder erst sehr knapp informiert, dass dort jetzt 60 Flüchtlinge in eine Unterkunft einziehen sollen, in ein altes Hotel. Und zeitgleich findet dort unten die Demonstration dagegen statt. Ich war auch am Mittwoch schon da. Und ja, vielleicht ist das auch interessant. Da gehen wir gleich auf jeden Fall mal hin. Ich habe das auch auf dem Schirm, man hat mich angeschrieben. Ja. Ist ein kleines Dorf, ihr müsst euch vorstellen, 80 Einwohner, 60 Geflüchtete bzw. Leute werden jetzt in einem Hotel untergebracht. Die Bevölkerung wurde vorher nicht informiert. Generell bin ich natürlich dafür, dass Menschen Unterschlupf gewährt wird. Ist die Frage, kann ein Dorf das verkraften in diesem Ausmaß, in dieser Form? Und da haben auch viele Betroffene aus dem Dorf schon Interviews gegeben. Und man sieht ja, wie stark dieses Thema auch emotionalisiert. Und da werden wir auf jeden Fall nachher nochmal kurz hingehen. Ja? Dankeschön. Ja. So, wir gehen hier mal ein Stückchen weiter. Maximilian, wie war der Eindruck für dich, hör mal? Positiv. Gerade am Anfang war die Stimmung relativ gut, fand ich. Und in der Mitte ist dann irgendwann die Stimmung gekippt, weil man dann doch gemerkt hat, dass den Fragen ausgewichen wurde. Also man hat sehr viel gesprochen mit vielen Worten, aber eigentlich wurde nicht viel gesagt. Also das war mein Eindruck so. Ja, wir führen mal jetzt ein paar Gespräche mit Leuten auf der Bühne. Vielleicht kannst du auch noch ein paar in die Runde geben. Waren die einen oder anderen, die auch gefragt haben, wo sie das Video nochmal nachschauen können. Also auch gerne ihr hier bitte alle auf dem Kanal folgen. Und ich gehe mal nach oben und frage mal gerade ganz kurz. Ich hole mal ein paar Interviews rein von den Menschen, die eben gesprochen haben. Hallo, grüß dich. Du hast auch eben deinen Redeanteil auf der Bühne gehabt. Wie war jetzt so dein Eindruck, nachdem die Politik jetzt weg ist? Ja, die Politik hat eigentlich voll meinen Erwartungen entsprochen. Es wurde viel gesprochen und nichts gesagt. Also von konkreten Antworten sind wir ausgegangen, dass wir da keine bekommen. Da waren wir uns eigentlich von vornherein einig, dass das ein um die Antwort drumherum schleichen und sprechen ist. Also ich denke, wir waren alle dabei. Konkrete Antworten auf unsere Fragen haben wir keine bekommen. Gehst du davon aus, dass die Sachen, die ihr jetzt hier vorgetragen habt, und zwar ja wirklich viel und intensiv, mit nach Berlin getragen wird? Ich gehe nicht davon aus, dass sie bis nach Berlin kommen, nein. Ist für dich aufgeben eine Option? Unter anderem ja. Wirklich? Den Betrieb aufgeben unter anderem ja. Also die Situation, wie wir sie jetzt haben, ist als Landwirt nicht zufriedenstellend. Du hast den Betrieb von den Eltern mit übernommen? Ich habe 2015 den Betrieb neu gegründet. Neu gegründet sogar, ja. Okay. Wie alt bist du? 31. Das muss man sich mal vorstellen. Mit 31 selbstständig, viel investiert, nehme ich mal an. Ja. Was habt ihr für einen Betrieb? Was muss man sagen? Ich habe Viehhaltung, in ganzjähriger Weidehaltung. Ja. Da ist nichts mit 35 Stunden Woche, das kennen die Viecher noch nicht. Nee. Na, da ist wirklich rund um die Uhr komplette Freizeit nach dem Vollzeitjob. Komplett der Landwirtschaft. Wahnsinn.
Also ich hoffe, dass noch Lösungen gefunden werden und junge Menschen wie du, die sich der Landwirtschaft widmen, auch weitermachen können und ihnen nicht das Handwerk gelegt wird von der Politik. Denn eins muss uns klar sein, wenn wir alles aus dem Ausland importieren, haben wir hier keine eigene Versorgungssicherheit mehr in Deutschland. Und wir haben genug Flächen, die noch bewirtschaften können. Wir denken an die 4%. Also vielen Dank für dein Feedback und ich drücke euch die Daumen. Wir bleiben weiter am Ball und lassen euch auf jeden Fall nicht allein. Ja, ja, super. Schön, dass du da warst. Gerne, gerne. Und ich frage auch hier vorne mal. Ja, du hast gerade moderiert. Magst du dich auch noch mal kurz für die Zuschauer vorstellen? Genau. Danke auch, dass du unseren Kanal erwähnt hast hier. Ja. Und ja, wie war es für dich? Ja, schönen guten Morgen. Sebastian Reif ist mein Name. Wie gesagt, habe hier eben die Moderation geleitet und die Ansprache. Ich sag mal so, wie erwartet ist die Politik auch ausgewichen in den Äußerungen oder in den Vorträgen, die hier vorgetragen wurden. Ich denke, Politik allgemein ist schwierig zu gestalten, auch im Landtag Rheinland-Pfalz. Aber ich hoffe, dass die Politiker hier einige Argumente mitgeholt haben und diese auch entsprechend vortragen werden. Ansonsten werde ich weiterhin kämpfen. Ich bin selbst Landwirt, Milchviehhalter. Und werde mich auch weiterhin für die Landwirtschaft einsetzen. Super. Also und mach auch Werbung für deinen Kanal. Ja, super. Du kannst gerne nochmal durchsagen. Ich lege euch mal ein paar Visitenkarten auch hier hin. Dann können wir das direkt einscannen für diejenigen, super, die das Video nochmal nachschauen möchten. Genau, so schaut es aus. Und morgen geht es hier weiter in der Ecke. Was ist morgen geplant hier bei euch? Morgen früh ist nochmal eine Veranstaltung in Manderscheid geplant, vom Bauernverband in Gespräch. Weil es geht ja jetzt auf die Zielgerade zu am Mittwoch und dann, denke ich mal, vor den Entscheidungen werden jetzt auch noch mal einige Demonstrationen, kleinere Demonstrationen geplant sein und Kundgebungen. Ich werde euch dahin mitnehmen, das ist ein wichtiges Thema, was uns alle betrifft. Von deiner Warte aus, wie können die Zuschauer unterstützen, wie können Menschen in Deutschland unterstützen, was gucken viele auch zu, auch aus dem Ausland, was kann jeder Einzelne tun, deiner Meinung nach? Ich denke, was wir jetzt gemerkt haben, die Landwirte, die haben so viele Leute auf ihrer Seite stehen, Mittelstand, Gastronomie, Handwerker, diese Unterstützung, das ist einfach Gold wert. Diese Unterstützung, die wir erfahren bei den Demonstrationen, das ist einfach so viel Rückenhalt und das tut einfach auch gut den Landwirten. Wir fühlen uns endlich nochmal gehört, dass wir nochmal da sind. Und das ist, denke ich mal, schon ein großer Beitrag, den die Leute uns mitbringen können, ja, wenn sie uns unterstützen. Und Christian schreibt ja auch gerade rein, rot-weißes Flatterband. Genau, guter Hinweis, danke Christian. Ja. Also, das ans Auto, du machst ans Motorrad, irgendwann die Mütze dran und sonst was. Und jeder kennt alles klar, ihr gehört mit zum Widerstand, mit dazu. Ihr gehört mit zu den Menschen, die sagen, bis hierhin sollte gehen, aber nicht weiter. Ja, also. Wahnsinn, also es sind noch wie viele Leute und wie viele Traktoren auch hier sind. Es löst sich langsam auf momentan. Und ich glaube, hinten habe ich gehört, ist noch eine andere Demonstration. Genau. Da geht es um welches Thema? Magst du das auch nochmal gerade kurz zusammen? Vielleicht kann er da was zu sagen. Ja. Magst du uns ein bisschen mitnehmen? Wo das nochmal war? Am Forum. Nee, das weiß ich. In Michelbach. Genau. Michelbach. Da soll wohl ein Flüchtlingsheim für, ich glaube, 80 Bewohner in Michelbach gemacht werden. Und da sind halt sehr viele unzufrieden. Ja, also 60 Geflüchtete sollen wohl kommen in einem Dorf mit 80 Personen. Und das Dorf wurde sehr spät informiert, erst letzte Woche. Und es hat natürlich für Verunsicherung und Unmut gefolgt. Wie ist also deine Meinung dazu? Gut, sie haben jetzt eine Unterschriftenliste gesammelt und wollen die jetzt dem Innenminister übergeben. Ich sag mal so, sie müssen irgendwo unterkommen. Ja. Ich wage halt zu bezweifeln, ob das in einem Einwohnerort mit 80, ob das ein Verhältnis ist, wo das angenommen wird. Ich glaube, da gibt es andere Mittel und Wege, das zu machen. Aber wenn keiner irgendwas dagegen sagt, wird es halt einfach durchgezogen. Ja. So ist es. Ja, und da fahren sie. Ich zeige euch mal, da wird noch fleißig gehupt jetzt. Ich nehme das mal entgegen gerade. So. Sind Sie denn noch mal in Mainz? Ich bin in Mainz. Das ist gut. So, ich nehme das gerne mit. Wir sind aber auch gerade live. Entschuldigung. So, also, wir sind mal mit. Wir sind gerade live. Das ist nicht wunderbar. Alle Fachartikel über Realitätsmangel, das überreichst du im Live-Ticket. Nehme ich gerne mit. Und zwar von Diplom-Professor Ralf-Peter Klein. Alles klar. Danke, Peter. Genau. Also es ist unvorstellbar. Ich habe ja einen Termin bei der Gieseking gehabt am Donnerstag. Das ist gecancelt worden, weil sie musste ja nach Michelbach. Und jetzt habe ich den Termin am 21.02. im Rahmen der Bürgersprechstunde. Und dann habe ich denselben Umschlag vorbereitet für die Gieseking, die ein Gehalt von 15.000 Euro hat, als studierte Architektin und 68,5% vom Kreisbudget gehen drauf für Jugend, Soziales und Jobcenter.
Das ist doch unvorstellbar. Im Umkehrschluss bleiben 31,5% nur über für alle anderen Zwecke. Dass dann die Infrastruktur am Arsch ist, das kapiert jeder Sonderschüler. Da musst du nicht Diplomkaufmann sein wie ich. Dankeschön. Oder? Und ich habe die Unterlagen mit auf das schwarze Buch. Genau. Und ich werde den so lange auf den Geist gehen, bis es einer annimmt. Genau. Und dann legst du ihn, und dann gehst du mal gleich zum Forum, da siehst du mal, was die da aufgefahren haben für Empfang des SPD-Kreisverbandes. Das sieht ja aus wie ein Luxushotel. Das schauen wir uns mal an, da gehen wir mit den Zuschauern hin. Dankeschön. Mach das mal. Ja. Du bist Tibor. Genau, ich bin Tibor, richtig, genau. Deine Nummer finde ich auch irgendwo, dann würde ich dich die Tage mal anrufen. Schreib sie mal auf, mit der Betty vorne, mit der Kappe, dann nimm gerne deine Nummer entgegen. Ja, gebe ich dir gleich. Sonst hört man deine Nummer nämlich. So, ich schau mal, wo hier meine Leute sind. Ja. So, die sind jetzt hier irgendwo unterwegs, da vorne sind sie. Genau. Mein Rucksack. Dein Rucksack hole ich dann. So, ja. So. Den Maximilian Liebenshoff, der schreibt mal deine Nummer gerade auf. Genau. Ja. So. Ja, der hängt noch da kommt nichts weg. Sehr gut. Also. Und wir gehen gleich auch mal zu der nächsten Demonstration, die hier direkt um die Ecke ist. Aber wir holen jetzt gerade noch mal so ein paar Feedbacks rein und Fragen auch mal hier. Also, eure Kommentare mal rein zu dem, was ihr jetzt hier gehört habt. Wie ihr gesehen habt, ich kam jetzt eben nicht drum rum, auch zum Thema Ahrtal und Flutgebiete noch mal was zu sagen. Denn das betrifft hier ganz viele Menschen, gerade in Rheinland-Pfalz. Und mich nimmt es immer noch mit, genau wie viele andere freiwillige Helfer, die in den Flutgebieten unterwegs sind und immer noch helfen. Denn wir wissen, welches Schicksal die Menschen haben und welche Not viele noch beim Wiederaufbau haben, weil es nicht funktioniert. Und insofern war ja nicht der Einzige, der hier was zur Flut gesagt hat, gerade beim Thema. Es waren ja auch welche aus dem Publikum. Also, hier löst sich dann langsam auf. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zur anderen Demo runter. Frag mal, wo die ist. Dann nehmen wir den Paddy auch mal mit. Und den Maximilian, hier unten soll jetzt noch die andere Demo sein. Ja. Weißt du, wo es ist? Führst du uns hin, Teddy? Ja. Ja, 500 Meter darunter. Ja, ein bisschen lautstärker. Ja, ein bisschen lautstärker. Ja. Wo, da runter? Ja, hier gerade runter. Alles klar, wir gehen live hin und nehmen euch mit. Paddy, komm mit. So, wir gehen einmal runter. Mein Team kommt auch mit. Also. So, wir klingeln uns mal hier durch. Ja, sicher. Dankeschön. So, dann gehen wir mal runter zur anderen Demo. Also, das Schwarzbuch haben wir jetzt auch mit dabei. Vielen lieben Dank ja auch an alle Supporter und Unterstützer, die auch hier gerade zuschauen. Und sie versteckt sich hinter dem Typ der Rose. Beim Nürburgring-Untersuchungsausschuss wird sie morgen reingeschoben. Die Assistentin trägt die Aktentasche. So, grüßt an die Polizei immer noch. Auch gut, dass sie hier sind. Das ist ein wichtiges Thema. Will ich ein Beispiel sagen. Mein bester Studienfreund. So, man hört alles, was ihr sprecht gerade. Genau. Im Video. Zweiter Mann im Rechenzentrum Geometrie. Hat in Badistan eine Fitnessstudie. So, da hinten ist es lauter, da hört er schon. Der Neujahrsempfang wird, würde ich mal sagen, hier hinten empfindlich gestört. Neujahrsempfang der SPD hier in Rheinland-Pfalz. Und da sind die Menschen unzufrieden. Also wir kommen hier aus Daun in der Eifel. Also von einer Demo zur nächsten. Kennt ihr ja schon aus den letzten Tagen. So, ihr seht sie schon, da hinten stehen. Tibor. Peter Klein, 4120, die Nummer gibt es seit 1960. Die Nische gab es dann diese riesigen 15 Brutto, dann macht es einen Boxen. Also, da ist die nächste Demo. Und die sind laut, Leute. Da wird auch viel gepfiffen. Da müsst ihr mal Schnitt machen. Da hat die Spieler gesagt, hat die Rest, wir haben den Rest von der Rezeption abgegeben. So. Also ich denke, das dürfte man auch drinnen hören. So, also ihr seht, auch hier wird demonstriert. Ich guck mal, Anders, hi, grüß euch. Hi. Wer ist denn hier der Sprecher von der anderen Demo? Weißt du das? Keine Ahnung, frag mal nach. Ja. Dann würden wir uns das auch mal anschauen hier. So, hier geht es um das Dorf Michelsbach. Und ihr seht, das ist laut hier auf jeden Fall.
Also vom Neujahrsempfang, die werden da drin keine Ruhe haben. Ordnungsamt und Polizei sind ja auch vor Ort. Ja, auch hier geht ein Bürger auf die Straße, weil ihnen etwas nicht passt. Das sind die Bewohner des Dorfes. Ich probiere mal, ob wir hier ins Gespräch gehen können. Genau. Also wenn Sie jemanden haben, der uns über die Situation von Ihnen ein bisschen erzählen könnte und Fachwissen hat, dann würde ich das gerne nach außen tragen. Wir haben auf allen Kanälen jetzt knapp 1000 Zuschauer, um alle Kanäle zusammenzuziehen. Wir gehen mal ein bisschen nach hinten, hier ist sehr laut. Da haben wir ein klein bisschen Ruhe, bald ab vom Schuss. Und ich habe einen Gesprächspartner jetzt hier bei mir vor Ort. So, und hier drüben haben wir es ein bisschen ruhiger jetzt. Und dann können wir auch hören, um was es hier geht. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen, bitte. Mein Name ist Agathe Adrian. Gerne ein bisschen lauter sprechen. Mein Name ist Agathe Adrian. Ich bin Bürgerin des Stadtteils Michelbach. Wir haben hier einen Protest organisiert und wollen als erstes festhalten, wir sind nicht gegen die Flüchtlinge. Wir würden gerne Flüchtlinge aufnehmen in unser Dorf, aber wir sind nur 80 aktive Haushalte und davon sehr viele alten Menschen. Wir werden das nicht stemmen können. Wie viele Flüchtlinge werden zu Ihnen ins Hotel kommen? Mögen Sie es mal zusammenfassen. 60 Flüchtlinge 60. sollen in das Hotel und der Investor, der aus Düsseldorf kommt, kann diese ganze Sache nur gewinnbringend überhaupt organisieren, wenn dieses Hotel auch ganz mit Flüchtlingen voll ist. Aber da wir selber nur 80 Menschen in Michelbach sind, ist es für uns nicht stemmbar, wenn zusätzlich 60 Menschen noch dazukommen. Das geht dabei auch nicht um Flüchtlinge, sondern das könnten auch andere Leute sein. Die kriegen wir nicht, wir kriegen das nicht hin mit denen. So, und die Bauern kommen jetzt, um Sie zu unterstützen. Die fahren nämlich extra jetzt hier vorbei, um auch zu zeigen, dass wir auch bei Ihnen sind, habe ich eben gehört. Ja, also ja, da können wir nur Dankeschön sagen, dass Sie uns unterstützen. Denn wir können das ja gar nicht so nach draußen bringen mit unseren wenigen Leuten. Und wir haben auch hier Unterstützung von umliegenden Dörfern, die zu uns gekommen sind, da es sehr viele alte Menschen gibt in Michelbach, sind das nicht so viele Menschen, die zu einer Demo kommen können. Ja. Wie sagt auch nochmal der Kanal hier, der ist in der Mitte. Ich bin weder für Rechtsextreme noch für Links. Ich finde, es muss ein gesundes Mittelmaß in der Mitte sein. Aber man kann auch hier sehen, ein Dorf ist überfordert mit der Situation. Genau. Und man muss auch sagen, die Kommunen und auch die Städte sind teilweise mit diesen Aufgaben überfordert. Aber wir haben die Frau Gieseking mehrmals gebeten, sie soll sich damit auseinandersetzen. Aber wir haben immer nur die gleichen Antworten von ihr bekommen, dass sie selber unter Druck steht, das wissen wir ja. Aber sie will es bei uns will sie dann den Druck abgeben. Wir bekommen dann im Dorf den Druck ab. Gerne würden wir das anders haben wollen und die Leute richtig integrieren bei uns im Dorf. Denn wir sind in diesem kleinen Dorf schon 6 verschiedene Nationen. Und die Leute, die dort dazugekommen sind, die sind alle super integriert. Übrigens auch vergangenes Jahr eine syrische Familie, die sich wohlfühlt, wo die Kinder miteinander spielen und. Gibt es einen Supermarkt bei Ihnen im Dorf? Nein, die haben keinerlei Infrastruktur. Die einzige Infrastruktur ist, dass wir 3-mal am Tag von einem Bus angefahren werden. Es gibt keinen Supermarkt, es gibt keinen Arzt, es gibt keinen Sportplatz.
es gibt einzig und allein noch einen kleinen Spielplatz. Ja. Also ich bin selten sprachlos, aber hier bin ich tatsächlich Wahnsinn. Mit wie vielen Menschen und Leuten sind Sie aus dem Dorf jetzt heute hier? Insgesamt sind wir jetzt über 70 Demonstranten. Ich habe ein paar Mal nachgezählt. Aus dem Dorf selber, das habe ich nicht separat gezählt. Ich schätze, aus dem Dorf sind ungefähr 30. Okay. Und die restlichen, oder 35, die restlichen sind aus umliegenden Dörfern und Verwandte von uns, die in anderen Stadtteilen oder Dörfern wohnen. Ja, der SPD-Parteitag wird gestört auf jeden Fall. Das sollte man hören. Haben Sie Gelegenheit, mit Innenminister Ebling kurz zu sprechen? Der Minister Ebling ist einfach nur durch die Menge gegangen, hat das Ganze wahrgenommen und das war's. Kein Kommentar, gar nicht? Kein Kommentar. Darf ich noch eine Anmerkung dazu machen? Er hat in der Presse angekündigt, er wollte die Gelegenheit wahrnehmen, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wir sind hier, weil wir erwartet haben, dass Malu Dreyer, unsere Ministerpräsidentin, hier ist und dass wir die Chance hatten, mit ihr zu sprechen. Wir wollen die Ministerpräsidentin, den Innenminister darüber informieren, wie unfähig seine Landrätin hier vor Ort ist. Und wir fordern ihn auf und auch die Ministerpräsidentin, das, was die Landrätin hier plant, zu stoppen. Das ist für unser Dorf eine Zumutung. Und Sie müssen sich nicht wundern, die Regierung, wenn sie so die Bürgerschaft ignoriert, dass die Rechnung zumindest in der Kommunalwahl am 9. Juni bezahlt wird oder ausgeglichen wird. Wer ist hier die Landrätin vor Ort? Sie hat sich wahrscheinlich nur einen rückwärtigen Eingang hier bewegt. Wir haben sie nicht gesehen. Haben Sie einen Namen für mich? Die Landrätin heißt? Julia Gieseking heißt die Landrätin. Okay. Und das Fatale an der Geschichte ist, dass Julia Gieseking diese Entscheidung, dass unser ehemaliges leerstehendes Hotel als Flüchtlingsgemeinschaftsunterkunft geführt werden soll, ganz alleine mit ihrer Kreisverwaltung getroffen hat. Also hier waren auch andere politische Amtsträger überhaupt nicht informiert. Die haben sich selber darüber gewundert, sind selber von dieser Entscheidung überrascht worden. Ja. Also ich kann Ihnen die freudige Mitteilung geben, seien Sie sicher, die Landesregierung Rheinland-Pfalz wird auch dieses Video schauen. Das tun Sie relativ häufig, wenn ich unterwegs bin. Wir haben alle unsere Erfahrungen im Ahrtal gemacht mit dieser Landesregierung in Rheinland-Pfalz, mit Malu Dreyer und ihren Ministern. Immer wieder, auch hier wieder, wird der Wunsch der Bevölkerung einfach ignoriert. Schade eigentlich. Könnte so einfach sein, mit den Menschen zu reden und ins Gespräch zu kommen. Wir können gleich gerne mal die Telefonnummern austauschen. Ich komme gern zu euch auch mal ins Dorf gefahren die Woche, dass wir uns das vor Ort mal anschauen können und auch ein bisschen nach außen fahren können, das Thema. Wie lange werdet ihr heute hier bleiben? Die Demonstration ist von 10 bis 12 beantragt worden. Und wenn wir nicht von diesem Platz verwiesen werden, weil es nur bis 12 Uhr genehmigt ist, dann werden wir das noch eine Zeit lang machen. Ansonsten werden wir natürlich die Demonstration auflösen. Alles klar. Vielen Dank, dass wir uns hier mitgenommen haben bei diesem auch wichtigen Thema. Und ja, ich wünsche noch viel Erfolg und dann sehen wir uns die Woche auf jeden Fall. Danke. Ja, ich danke Ihnen. Okay. Danke. Also, hier unzufriedene Bürger auch in Rheinland-Pfalz. Ja, ein klares Zeichen. Und einfach zu viel zum Dorf. Dass wir Lösungen haben, muss es klar. Aber ob dieses Dorf das tragen kann, ist die Frage. Es gibt wieder keine Politikwerbung auch rein. Ja, aber die Menschen gehen auch hier auf die Straße, sieht man. Ja, Ordnungsamt und Polizei sind hier vor Ort, aber auch hier ist es natürlich friedlich, das ist gut so. Ja. Ja, einiges los auch hier. Ja. Man spürt die Unzufriedenheit überall. Ja, die Bauerndemo eben. Wie ist euer Feedback? Was soll man sagen? Wir wurden oben mal wieder mundtot gemacht und hier unten ist mal Action, ne? Die machen das richtig, die Mischebacher. Ja. Ja, warum geht das bei uns nicht? Wir müssen die Presse halten, wir dürfen nichts sagen. Und Thema Hochwasser kam dann kurz. Da waren wir direkt die Bösen, da
kam direkt dann jemand an und sagte, nee, bitte nicht, ist ja Bauerndemo und halt bitte den Mund. Ja, schön. Ja, aber beim Thema Flut kann ich auch nicht schweigen. Da kriegt mich auch keiner zum Schweigen. Nee. Und ich werde euch gleich übrigens zeigen, wie es im Ahrtal ausschaut. Wir fahren dann nämlich gleich hin. Ja. Und dann schaut euch mal die schnelle und bürokratische Hilfe an, wie die Häuser noch in Trümmern liegen. Wir sind im Ahrtal gewesen vor circa 2 Monaten, sind wir durchgefahren, Katastrophe. Ja. Und ein Innenminister Ebling, der da oben auf der Bühne steht und nur Scheiße redet, ich weiß es nicht. Er sagt dann, er freut sich, dass wir alle da sind. Nein, wenn sie gute Politik machen würden, dann bräuchten wir nicht dahin zu kommen. Ja, Katastrophe. Der Innenminister Ebling, unsere SPD und die Grünen und die FDP, die Kraft, die sie im Moment gegen die Demonstration oder für die Demonstrationen gegen rechts in ihre Politik würden setzen, dann wäre schon viel, viel gegen rechts gemacht. Aber das packen die nicht. Ja, das ist immer eine Entwicklung, die Politik selber verursacht. Genau. Danke erstmal für euch, ja? Also, habt ihr hier auch mal so ein klein bisschen Einblick? Ja, und das Ahrtal und die Flutgebiete zeige ich hier auf dem Kanal relativ häufig. Ihr seht das aus den letzten Monaten und aus den letzten Jahren Videos, Interviews mit Flutbetroffenen. Ich habe mit tausenden Flutbetroffenen aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Interviews geführt, wie der Stand der Dinge vom Wiederaufbau ist. Ich kann euch sagen, er sieht schlecht aus und das schauen wir uns doch gleich im Ahrtal an. Ja, also Maximilian ist auch noch da, mit dem werde ich gleich ins Ahrtal fahren. Und hier hinten kommen jetzt die Bauern und Traktoren. Hier runterfahren. Ja, der junge Mann da vorne gibt ihm gerade einen, der mit dem Gewehr in der Hand. So, wir zeigen nochmal gerade, ich muss gerade mal nach vorne, müssen wir gleich. Ja, alles klar, danke. So, wir zeigen jetzt nochmal die Traktoren, die sich jetzt hier auf den Weg machen von der Kundgebung, die sich oben auflöst. Meine Herren, da haben wir aber was durch heute, Leute, oder? So, also, da kommen sie wieder, die Bauern und Traktoren. So, und nochmal der Hinweis, wir sind hier genau in der Mitte auf dem Kanal. Ich halte nichts von extrem rechts und extrem links. Also, und wir müssen natürlich auch Menschen in Not helfen, das ist auch vollkommen klar. Ist die Frage, ob ein kleines Dorf das alleine kann. Auch die Frage stellt sich natürlich. Dass das kontrovers diskutiert wird, ohne Frage, ist ja klar. Schaut mal, der Trost setzt sich hier gleich in Bewegung. Gucken gleich immer, wo die Landbahn. So, vor Architektin bei der Architektenkammer in Rheinland-Pfalz, jawohl. Ja, also gerne auf dem Kanal folgen, falls ihr das noch nicht macht. Gleich geht es ins Flutgebiet Ahrtal und dann schauen wir uns mal an, wie der Wiederaufbau, den Herr Ebling eben beschrieben hat, mit den 15 Milliarden, 30 waren es insgesamt, circa die Hälfte für NRW, die Hälfte für Rheinland-Pfalz, wie der so ausschaut. Und ja, es gibt Häuser, die aufgebaut und wieder aufgebaut sind. Es gibt aber noch tausende Häuser, die sich im Wiederaufbau befinden und nicht fertig sind oder auch noch gar nicht angefangen haben, weil Gelder fehlen. Auch wenn viel bewilligt wurde vom Wiederaufbauantrag im Ahrtal, bewilligt heißt nicht zwingend ausgezahlt. So, wir schauen jetzt mal hier. Da werden die, glaube ich, angehalten. Die würden mich, glaube ich, gerne hier reinfahren. Ich weiß nicht, ob das gerade dürfen oder nicht. Weil die hätten mich gedacht, die wollten hier unten jetzt auch unterstützen. Das hatte ich jetzt von ein paar Bauern eben gehört gehabt. Das schauen wir mal. Also spricht entweder Ordnungsamt oder Polizei. Ich tippe auf Polizei, wenn ich ausschaue. Ja. Schauen wir uns mal an, was da jetzt passiert. So, also werden die Bauern abgehalten. Da möchte man nicht, dass die vorbeifahren. Lächerlich, oder? Ja. Du siehst das gerade genauso wie ich, die werden da abgehalten, korrekt? Mein Eindruck täuscht mich nicht, okay. Ja, wir schauen uns doch mal an. Ist ja ein öffentliches Land. So, die wollen da hin, man lässt sie aber nicht durchfahren. Und da würde mich mal, wie ist denn die Rechtsgrundlage?
Lecker werden da drin benötigt. Frag doch mal nach der Rechtsgrundlage, weshalb er da nicht runterwirft. Die Rechtsgrundlage müssen nachfragen. So, also fragt jetzt mal nach der Rechtsgrundlage, weshalb sie da nicht fahren dürfen. Und wir bleiben mal hier und schauen uns das ganze Spiel an. So, und das sind nicht wenige. Wie gesagt, wir wollen hier hinten auch unterstützen. Ja, Traktoren dürfen immer fahren, das ist so. Also hier wird immer noch diskutiert. Tja, seid ihr hier live mit dabei. Ja, gern mal zu dem Tag euer Feedback rein. Eigentlich wollten wir nachher nach Hause fahren, aber ganz ehrlich, so wie es hier gerade ist, fahren wir gleich ins Ahrtal. Das lassen wir uns heute nicht nehmen. Durchsage gleich hier. Also die unterstützen bei der anderen Demo jetzt. Die Frage nach der Rechtsgrundlage hat geholfen. Sehr schön. Solidarität, genau so schaut es aus. Die Polizei macht natürlich auch nur ihren Job. Das ist ja klar, müssen wir auch. Nichtsdestotrotz brauchen wir auch mal den einen oder anderen Weg. So, die Kalte unterstützt.
So, ja. So, also, wie geht sie weiter, die Demo? Ja, auch die Snowbreaker unterwegs, schönen Gruß an Willem Hartmann auch. So, der gehört glaube ich nicht mit dazu hier, aber. Polizei diskutiert werden, bevor hier gefahren durfte. Ja gut, der Tipp mit der Rechtsgrundlage hat aber funktioniert. Dann ging's, ne? Es ging. Ja, also. Sie waren ja nachher freundlich. Ja. Aber das Problem bei der deutschen Diskussion, ja, auf einer Demonstration, ist, dass wir ja demonstrieren wollen und nicht eine Wahlkampfveranstaltung für die Politiker machen. Aber wenn man demonstriert, muss man auch Mund aufmachen dürfen. Und das wird verhindert. Genau, so schaut's aus. Leider.
Also, wir haben hier einen guten Einblick gekriegt, ihr Lieben. Und ja, auch wenn ich fertig und müde bin, wir zeigen euch gleich das Ahrtal und wie scheiße es da noch ausschaut. Und wir lassen nicht los, denn ich habe nichts vergessen. Nichts von dem, was die Politik getan und noch nicht getan hat. Genau wie die Menschen hier, wo es jetzt um ein Dorf geht oder auch oben die Bauern, wo es über um die Interessen der Bauern, der Landwirte, aber auch der Bevölkerung geht. Ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Live-Video aus dem Ahrtal. Folgt dem Kanal. Bis gleich. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und vielen lieben Dank auch an alle Sterne-Unterstützer, die hier mit unterstützen auf dem Kanal. Josef, Josef, Silke, Caroline, Brigitte, vielen Dank auch an euch. Ciao, bis gleich aus dem Ahrtal.